Starten wir mal. Also, schönen guten Abend. Wir machen heute Antibiotika. Antibiotika Teil 1. Samstag in der Früh machen wir dann den Teil 2. Also, so wie gestern hat es sehr gut funktioniert. Bitte keinen Schmutz zurückliegen lassen. Also, was machen wir? Antibiotika. Wie lerne ich die am besten? Nur kurz, wer ist wirklich der größte Brocken? Dann schauen wir uns den Aufbau des Bakteriums an. Paar wichtige Krankheiten machen wir, Klinik, Erreger und Behandlung, weil ihr ja nicht nur wissen müsst, welches Antibiotikum wirkt in welche Spektren, sondern es muss ja quasi auch eine klinische Anwendung finden. Spektrum ist sehr wichtig, aber auch Krankheiten müsst ihr zumindest grob wissen, was ist eine Pneumonie, was ist eine Otitis, was ist eine Meningitis, okay? Licht bis oben Licht. Galerie. Passt? Gut. Okay, und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Beta-Lactame auf jeden Fall, Glykopeptide auch. Vermutlich auch noch Aminoglykoside, Makrolide und vielleicht die Tetrazykline. Schauen wir uns dann noch an. Gut, wie lerne ich die Antibiotika am besten? Ich weiß, am Anfang ist es ganz, ganz mühsam mit den Medikamentennamen. Es gibt so überhaupt prinzipiell ist am Anfang mühsam, sich die Medikamentennamen zu merken. Es gibt viel zu viele. Und man verwendet sicherlich am Anfang 50% seiner täglichen Lernkapazität, die man hat, dass man Namen memoriert. Okay, aber wenn man die mal intus hat, geht es relativ simpel. Und ihr werdet es merken, je öfter ihr das Ganze durchlernt, desto mehr Details könnt ihr euch merken. Wichtig ist, zu gruppieren, Informationseinheiten suchen, die auf alle Antibiotika einer Klasse zutreffen. Zum Beispiel Beta-Lactame werden alle renal eliminiert, haben alle ungefähr eine Halbwertszeit von einer Stunde, außer Ceftriaxon. Das wird auch biliär eliminiert. Okay? Oder zum Beispiel die Tuberculostatica wirken alle hepatotoxisch, außer Ethambutol und Streptomycin. Aber Streptomycin lassen wir jetzt sowieso weg, weil das ist eher bei der offenen Tuberkulose. Aber die drei anderen, Pyrazinamid, Isoniazid und Rifampicin, hepatotoxisch. Okay? Ihr müsst so Gruppierungen bilden. Und da kann man auch gleich sich schon merken, Isoniazid, Pyrazinamid und Rifampicin wirken Tuberkulozid, die bringen das Bakterium um, Ethambutol bakteriostatisch. Okay? Ihr müsst gruppieren. Und bei den Wirkspektren ist es meistens ausreichend zu wissen, Gram-positiv, Gram-negativ, aerob, anaerob. Okay, zum Beispiel Glykopeptide wirken nur im Gram-positiven Bereich, Daptomycin wirkt auch nur im Gram-positiven Bereich, Linezolid auch, solche Sachen. Ganz genau wissen, welches Antibiotikum gegen welches spezifische Bakterium welche minimale Hemmkonzentration hat, ist ja vollkommen irrelevant, okay? Ihr müsst nur wissen, wird es abgedeckt oder wird es nicht abgedeckt. Oder bei manchen Antibiotika, gerade bei den Cephalosporinen, da ist es ja schön drin bei Professor Freismuth in den Folien, durch welche Generation welche neuen Bakterien hinzukommen. Das ist schon wichtig natürlich. Okay? Aber jetzt nicht im Detail, welches Antibiotikum welche ganz genau erfasst, ob das jetzt 3 plus oder 2 plus oder ein plus minus ist. Okay? Gut. Am Anfang ist es wirklich mühsam, ich weiß, aber es ist wirklich wichtig. Und die Verteilungsvolumina und Halbwertszeiten, das sind halt die wichtig, die auf Professor Freismuth seinen Folien angeführt sind, okay? Also orientiert sich bei solchen Details dann an den Folien, weil da gibt es auch wieder Unterschiede zu den Büchern. Gerade auch die Cephalosporin-Einteilung ist von Buch zu Buch unterschiedlich, da kommen wir dann später noch dazu. Da orientiert sich halt an dem Lehrbuch, welches ihr halt heranzieht zu lernen. Okay, da kann man dann, ist ja nicht falsch dann, wenn man andere Einteilung hat. Okay. So, Antibiotika. Wir starten mal mit dem Aufbau eines Bakteriums. Ihr müsst halt auch wichtige klassische Vertreter von Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien müsst ihr schon wissen. Also zum Beispiel, und wie die ausschauen ungefähr. Eben, Bakterien haben keinen Zellkern, haben halt sowas ähnliches, nur wir haben auch manchmal Plasmide, wo Resistenzen kodiert sind. Wir werden uns auch noch mit Resistenzen beschäftigen.
Wir werden dann bei den spezifischen Antibiotika, werde ich Ihnen erzählen, welche Resistenzmechanismen es gibt. Das sind wirklich sehr spannend teilweise. Wichtigster Unterschied zwischen den Gram-positiven und Gram-negativen ist mit Sicherheit, Gram-positive haben eine sehr, sehr dicke Zellwand. Gram-negative haben eine äußere Membran, wo auch diese Lipopolysaccharidschicht ist, eine dünne Zellwand dazwischen und dann die innere Membran. Okay? Als wichtiger Unterschied zwischen den beiden. Gut, was sehen wir hier? Hier sehen wir Folgendes. Hier schauen wir uns schon mal an, wie Penicilline wirken und welche Resistenzmechanismen es bei Penicillinen gibt. Also noch einmal, wir haben hier die gram-positiven Bakterien mit dem Murein-Gerüst. Penicilline können da halt durchdiffundieren bei gram-positiven Bakterien, hemmen dann hier beim Bakterium ein gewisses Enzym. Das Enzym heißt manchmal Murein-Synthetase oder wird auch als penicillinbindendes Protein bezeichnet. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür. De facto ist es eine Transpeptidase. Okay? Penicilline hemmen die Transpeptidase von Bakterien. Dadurch ist dann die Zellwandsynthese gestört. Und dann die Idee dahinter ist folgende, dass der bakterizide Mechanismus ist folgender, glaubt man, dass wenn diese Zellwand gestört ist, kann quasi, da jede Zelle hat einen osmotischen Druck innen und wenn die Zellwand von außen weg ist, dann gibt es keinen Widerstand gegen diesen osmotischen Druck und die Bakterien zerplatzen. Steht im Aktoris so angeführt als potenzieller Mechanismus. Und wie es halt immer so ist, auch bei Bakterien, auch prinzipiell immer, es gibt ja quasi Mechanismen, die Zellwände aufbauen und die sie abbauen. Und wenn ich das aufbauende Enzym hemme, sind die lytischen Enzyme von dieser Zellwand überaktiv und lösen mir schon langsam diese Zellwand auf. Okay? Wichtig, Penicilline, Bakterizid. Ihr müsst wissen, welche Antibiotika Bakterizid wirken und welche statisch. Bakterizid zum Beispiel, die ganzen Beta-Lactame, Aminoglykoside, Glykopeptide, Fluorquinolone und das Daptomycin als wichtige Vertreter. Makrolide, Tetrazykline, Clindamycin, solche Sachen bakteriostatisch. Okay, das ist wichtig, weil bei manchen Erkrankungen wie der Endokarditis gibt man bakterizide Antibiotika. Okay, dann kann es sein, als Resistenzmechanismus von Bakterien prinzipiell, dass diese Schicht hier weniger gut permeabel ist. Okay? Manchmal wird die Schicht dicker oder manche Antibiotika können diese Zellwand nicht gut permeieren oder schlechter permeieren. Dann kommt es zu geringeren Konzentrationen. Oder sie bilden Penicillinasen. Penicillinasen sind Enzyme, die manche Bakterien kodieren können, exprimieren können. Bestes Beispiel ist der Staph aureus. Der kann Penicillinasen machen. Und die sind dann hier an der äußeren Membran. Die werden da exprimiert drinnen, werden da raustransportiert und schwimmen dann da oben herum. Das Penicillin, das herkommen will, wird dann dadurch gespalten und inaktiviert. Bei gram-positiven Bakterien haben wir etwas, das nennt man den Inokulum-Effekt. Okay? Wenn nämlich hier ein Bakterium sitzt und da und da und da, da sitzen überall Bakterien und ein Bakterium produziert Penicillinasen, dann diffundieren die von hier auch darüber. Das heißt, das benachbarte Bakterium ist auch mitgeschützt. Inokulum-Effekt. Gut. Bei gram-negativen Bakterien haben wir diese äußere Membran, haben wir schon gesagt. Und da muss das Antibiotikum zuerst mal durch. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da gibt es gewisse Porine, wo das durch kann. Porenmembrane, also Membranproteine, die so Poren bilden de facto. Und bei manchen Bakterien sind die ganz, ganz dünn. Zum Beispiel Pseudomonas hat sehr kleine Porine. Deshalb ist es gegen viele Bakterien schon Antibiotika schon mal resistent, weil die kommen da nicht durch. Okay? Oder Aminoglykoside können auch noch durch andere Wege durch die äußere Membran. Da schauen wir uns dann bei diesen Antibiotika an. Die Gram-Negativen haben diese
Penicillinasen oder Beta-Lactamasen im periplasmatischen Raum. Okay? Die haben die nicht da draußen, sondern die haben die drinnen. Das heißt, das Antibiotikum kommt da durch, denkt sich, freut sich, leibend, ich bin durch die Membran, jetzt blockiere ich was und dann plötzlich wird es abgefangen. Okay? Gut. Das ist einmal das. Dann, es gibt halt Penicillinasen, die spalten Penicilline. Dann gibt es Cephalosporinasen, die spalten Cephalosporine, Carbapenemasen, die spalten Carbapeneme und Monobactamasen, die spalten Monobactame. Okay? Es gibt für jedes Beta-Lactam gibt seine Asen, seine spaltenden Enzyme. Gut. Dann gibt es noch Folgendes: Es gibt Antibiotika, die sind gegen Penicillinasen resistent. Okay? Klassisch, welches? Was ist das Staphylokokkenpenicillin? Genau. Isoxazolin, also Flucloxacillin zum Beispiel. Ein Klassiker. Was ist mit dem? Flucloxacillin zum Beispiel hat nämlich Folgendes. Das hat so eine 3D-Konformation, dass diese spaltende Enzym nicht hinkommt. Die Penicillinase kann das Flucloxacillin nicht spalten. Warum nicht? Weil sie diese 3D-Konformation hat. Cephalosporine sind auch nicht spaltbar durch Penicillinasen. Okay? Durch Penicillinasen sind die nicht spaltbar, aber durch Cephalosporinasen. Dann gibt es jetzt folgende Sache. Wir müssen unterscheiden. Wir machen nachher eh noch einen Staphylokokken-Exkurs. Dort machen wir das, was MSSA und MRSA ist. Gut, das ist mal zu kurz zum Aufbau von gramnegativen und grampositiven Bakterien. Also nochmal wichtig, grampositive, wir haben die Enzyme außen, gramnegative innen, gramnegative haben Poren, die das Durchdringen erschweren bei vielen, durch viele Bakterien. Und ja, das sind mal die wichtigen Elemente. Gut, also, ihr müsst natürlich auch was zu den Bakterien wissen. Ich mache jetzt grob durch ein paar wichtige Fakten zu einzelnen Bakterien, dass man wissen sollte, okay? Ihr müsst es dort natürlich nicht mikrobiologisch top informiert sein. Aber man soll zumindest grob wissen, welches Bakterium welche klassischen Krankheiten auslöst, okay? Weil dann sagt man, ja gut, das Bakterium wirkt gegen Staphylokokken, ja, was machen Staphylokokken eigentlich für Erkrankungen? Dann sitzt man dort und weiß es nicht. Ne? Gegen was würden das verschreiben jetzt? Wann geben Sie das dann jetzt dem Patienten? Und wenn er Staphylokokkeninfektionen hat, na, was sind das für Infektionen? Also man sollte sich ein bisschen auskennen, okay? Was man sich mal grob und merkt es euch selber, für euch ist es gut, diese Tabelle ist wirklich cool. Lernst die. Warum? Weil dann wisst ihr mal, dann steht irgendwo im mikrobiologischen Befund, ja, der Patient hat eine Salmonellenentzündung und dann habt ihr diese Tabelle vor euch und wisst, ah, Salmonellen ist gramnegativ und dann können schon durchgehen, welche Antibiotika wirken im gramnegativen Bereich. Okay? Wichtig, Gram-positive Kokken sind mal wichtig. Das kann man sich immer merken, Gram-positive Kokken können Endokarditis auslösen, okay? Alle gram-positiven Kokken können Endokarditis auslösen. Okay? Bei Staphylokokken kann man ja unterscheiden zwischen Coagulase-positiv und negativ. Der Coagulase-positive Staphylokokk wäre zum Beispiel der Staphylococcus aureus. Okay, der macht Osteomyelitis zum Beispiel oder Abszesse kann der machen. Kann man sich auch wieder leicht merken, dass Staphylokokk A macht Abszesse. Die Streptokokken E machen ein Erysipel. Okay. Und dann ist noch leichter. Streptokokken, Erysipel, Penicillin habe ich wieder das E drinnen, weil Streptokokken sind de facto bei uns nicht penicillinresistent. Streptokokken ist gleich Penicillinbehandlung. Könnt ihr euch merken. Okay. Streptokokken ist gleich Penicillin. E oder V hängt davon ab, was man für eine Krankheit hat.
Bei einer Endokarditis werde ich eher intravenös behandeln. Bei einer Angina tonsillaris werde ich oral behandeln. Streptokokken kann man ja auch einteilen nach Alpha- und Beta-Hämolyse. Alpha-Hämolyse wären zum Beispiel die Pneumokokken und die Viridans-Gruppe. Und beta-hämolysierend wären der Pyogenes und der Agalactice, der wichtig ist bei der Meningitis von Kindern. Bei Staphylokokken ist noch wichtig der Saprophyticus, der Honeymoon-Zystitis macht, okay? Dazu kommen wir noch. Enterokokken gibt es zwei und Antibiotika, es heißt ja zum Beispiel immer, es lernen die Leute dann so auswendig, Ampicillin wirkt gegen Enterokokken, wirkt aber nur gegen einen von den zwei wichtigen Enterokokken. Machen wir noch bei welchen? Okay, gut. Gonokokken, Meningokokken ist eh selbsterklärend, dazu kommen noch Gonorrhoe und Meningitis. Hier Corynebakterien sind im Endeffekt, da gibt es Corynebakterium Diphtherie. Wir sind alle Diphtherie geimpft, da gibt es ja diesen Sechsfach-Impfstoff, wo die Diphtherie drinnen ist. Wir sind alle Diphtherie geimpft. Also das werden wir hier kaum das Problem haben. Nokardien, die sind eher selten, machen Granulome im Körper, können verschiedene Granulome machen im ganzen Körper. Listerien sind wichtig, weil sie Meningitis machen können. Vor allem bei Kindern und bei alten Leuten. Okay? Aber Listerien bei Schwangeren ganz gefährlich, kann zu Granulomatosis infantiseptica führen. Merkt euch auch, glaube ich, gleich für die SIP, gibt es eine Frage dazu. Granulomatosis infantiseptica, Listerien. Das Kind kann halt embryotoxisch sein. Gardnerella vaginalis, quasi bakterielle Vaginitis. Gut, Haemophilus, eh klar, macht eben so respiratorische Sachen, kann Mittelohrentzündung machen oder Pharyngitis oder eine Pneumonie. Der gute alte Pseudomonas haben wir vorher schon erwähnt, hat sehr, sehr kleine Poren, gegen viele Antibiotika resistent, weil nichts durchgeht. Wer hat Pseudomonaden-Infektionen? Wer sind unsere Risikopatienten? AIDS-Patienten sind für alles, haben für alle jede Infektion ein Risiko. Das ist nicht klassisch. Krebs? Auch nicht so klassisch. Zystische Fibrose, wer hat das gesagt? Sehr gut. Wieder mit Überzeugung. Zystische Fibrose. Was sonst? Da hat er recht. Zystische Fibrose-Patienten leiden oft an Pseudomonas. Oder es gibt, die machen auch eine Otitis externa. Also man geht quasi schwimmen und dann nachher kriegt man eine Gehörgangsentzündung. Eine Otitis externa ist der Pseudomonas schuld. Und ich habe mal formuliert auf der Infektiologie im AKH und da hatten wir eine Patientin, die hat quasi ein Hörgerät gehabt, hat ein neues Hörgerät gehabt, hat es probiert und hat sie irgendwie dann im Gehörgang quasi eine kleine Wunde zugezogen. Ist nachher schwimmen gegangen. Nach dem Schwimmen gegangen und plötzlich hat sich eine Pseudomonas-Infektion aufgerissen. Aber das war dann im Endeffekt, hat sich nicht nur auf den Gehörgang beschränkt, sondern hat quasi ist zu einer Osteomyelitis des Schädelknochens geworden. Im Blutbild, das CRP war nicht erhöht. Das heißt, es hat keinen systemischen Effekt, keine systemische Inflammation hervorgerufen, aber man hat es im CT gesehen. Man hat multiple antibiotische Versuche gemacht mit dem vollen Register, es wurde aber nicht besser. Ja, die Formulatur war dann zu Ende, wie ich gegangen bin. War dann zu Ende, musste dann gehen, aber ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist mit ihr. Okay? Also Pseudomonas kann schon sehr hinterhältig sein. Gut. Brandverletzte auf Brandstationen haben das auch häufiger. Oder Leute, die halt auf der Intensiv liegen und beatmet werden, mit einem Ventil beatmet werden. Gut, Enterobakterien kennen wir sowieso alle. E. coli, Klebsiella und Proteus ist die Klassiker. Oder Serratia, die halt Harnwegsinfekte machen können. Okay? Also Zystitis oder Aufsteigende.
Wichtig, Bakteroides, Fragilis und E. coli produzieren im Darm Vitamin K. Okay, E. coli und Bakteroides produzieren Vitamin K im Darm. Das heißt, wenn ich ein breites Antibiotikum habe oder ein Antibiotikum, das im gramnegativen Bereich wirkt und mir im Darm diese zwei Bakterien wegschießt, kann ich die Gerinnung beeinflussen. Und wenn die Patienten, der Patient eh schon makomarisiert ist, also Fenpropumon kriegt, ein Gerinnungsmittel oder noch ein Antibiotikum, dann kann ich hier quasi die Gerinnung noch mehr einschränken. Okay, also beeinflussen. Gut. Clostridien, eh klar, Clostridium difficile ist quasi, kann vorkommen nach einer antibiotischen, ja. Ja. Na, ich habe einerseits Makoma, also Fenpropumon, der Wirkstoff, hemmt die Vitamin K-Epoxidreduktase, also diese Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren als die Beren. Der Nix1. 2, 7, 9, 10 und APS und APC. Als, die machen, die sind die wichtigen. Und wenn ich einerseits in der Leber die Gerinnungsfaktoren-Synthese hemme und gleichzeitig aus dem Darm weniger Vitamin K kommt, verstärke ich den Effekt natürlich. Und dann gibt es noch Cephalosporine, die auch noch die halt die Synthese der Gerinnungsfaktoren beeinflussen. Die Gamma-Carboxylierung, wenn man es ganz genau nimmt. Das ist der letzte Schritt, den man halt braucht. Gut, Clostridien. Wer hat Clostridien? Wer kann die haben? Wenn wir antibiotisch behandelt werden, über einen kurzen oder auch längeren Zeitraum, kann es sein, dass ich meine physiologische Darmflora abschieße und dann fängt der Clostridium difficile zu wachsen an. Und dann kriege ich eine Antibiotika-assoziierte Diarrhoe, die kann ich sowieso haben, unabhängig von dem. Oder eine pseudomembranöse Colitis mit schweren Durchfällen. Okay? Und dann ich hatte eine Otitis media, krieg Amoxicillin und Clavulansäure, schieß mir die E. colis ab, der Clostridium fängt zu wachsen an, dann brauche ich schon wieder Antibiotikum wegen der Nebenwirkungen. Okay? Kann durchaus vorkommen. Und vor allem Antibiotika, die breit wirken oder im gramnegativen Bereich wirken, also im Darm die Bakterien quasi wegschießen, dort habe ich erhöhtes Risiko für Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe. Was ist der Klassiker, wo das Risiko sehr bekannt ist? Clindamycin, genau. Clindamycin oder Ciprofloxacin, also die ganzen Fluoquinolone quasi, oder auch Amoxicillin. Wurscht. Wenn es breit ist, gramnegativ wirkt, kann man das durchaus haben. Actinomyceten ist eher für die Zahnärzte, das kann nämlich Immunabszesse bilden. Propionibakterien werden eben bei der Akne wird geglaubt, dass die spielen bei der Akneentstehung eine Rolle. Und Lactobacillen bilden in der weiblichen Vagina quasi diese Döderlein-Bakterien, können auch zu Lactobacillen und führen da zu diesem sauren pH. Und wenn ich jetzt natürlich eine Patientin habe und ich behandle die und das Antibiotikum killt mir die Lactobacillen, können andere Bakterien dort wachsen oder Pilze. Okay, also eine Vaginitis kann natürlich ein Nebeneffekt sein durch eine Antibiose. Chlamydien, Rickettsien, Mykoplasmen machen eben respiratorische Infekte. Chlamydien, dazu kommen wir heute noch, da gibt es mehrere Subtypen. Manche machen nur das Trachom bei den Augen, manche führen zu urogenitalen Infekten. Okay? Und Rickettsien, das ist eben so Läusefleckfieber oder Rocky Mountain Spotted Fever oder sowas. Das ist nicht so wichtig für uns. Gut. Hätten wir mal eine kurze, grobe Einführung in verschiedene Bakterien. Für euch lernt auch diese Tabelle. Lernt diese Tabelle, die ist nämlich sehr praktisch. Warum? Weil dann, da steht eben wunderschön aufgelistet, welches Bakterium welche dieser klassischen Erkrankungen hervorrufen kann. Okay. Angina von Streptokokken, Sinusitis, Otitis, eben auch Streptokokken oder Moraxella, Haemophilus und Staphylokokken,
die akute Bronchitis, Haemophilus, Varicella, Streptokokken oder auch Chlamydien, obwohl man und auch die Pneumonie, Pneumokokken, meistens ist die Pneumonie von Pneumokokken verursacht, oder Mykoplasmen, Haemophilus und Chlamydien. Infektiologen in Wien sagen zum Beispiel, es gibt keine Chlamydienpneumonie. Die gibt's nicht. Okay? Infektiologen in Wien habe ich auch schon mit manchen gesprochen, oder viele sagen auch, Ciprofloxacin wirkt nicht gegen Pseudomonas. Das ist, steht im Lehrbuch immer drinnen, Ciprofloxacin ist das Pseudomonas-Antibiotikum, Pseudomonaden-Antibiotikum, aber ja, die Infektiologen in Wien, manche sagen halt, ja, das ist schön in der Zellkultur, also quasi, wenn dieses Antibiogramm macht, stimmt es, aber es kommt zu keinen ausreichenden Konzentrationen in der Lunge. Weiß ich, sagen halt manche, ob stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Meningitis macht man auch eh noch genauer. Harnwegsinfekt. Harnwegsinfekt ist nicht gleich Zystitis, okay? Meistens wird das gleichgesetzt. Ah, ich habe einen Harnwegsinfekt und jeder denkt an die Blasenentzündung, okay? Aber es gibt mehr, es gibt die Prostatitis und die Pyelonephritis. Können wir eh noch kurz hinzufügen. Nachher. Und natürlich noch die Urethritis und Gonokokken und Chlamydien. Das sind die wichtigsten sicher. Die ist wirklich praktisch, diese Tabelle, weil dann wisst ihr, okay, es kommt der Patient mit Otitis media, dann geht sie durch, na, wer kann das machen? Streptokokken, Haemophilus, Moraxella meistens. Na, was gebe ich dann? Da kann ich mir schon überlegen, na gut, Amoxicillin wäre eigentlich gut. Weil da habe ich drinnen die Streptokokken und ich habe den Haemophilus drinnen und auch den Moraxella. Okay? Und oder eine Zystitis, meistens die Zystitis wird von E. coli verursacht. Na ja, gut, was gebe ich? E. coli ist gramnegativ, weil es haben wir uns ja gemerkt aus der vorigen Tabelle. Dann gebe ich halt Pifmetzilinam, weil es wirkt perfekt gegen gramnegative Keime. Okay? Ist wirklich praktisch, diese Tabelle. Oder die Tabelle, aber diese Auflistung. Ja. Die Frage ist, ob Pifmetzilinam besser als Amoxicillin gegen E. coli wirkt. Ich vermute, dass die minimale Hemmkonzentration geringer ist. Ich kann es dir nicht sagen, müsste man sich anschauen. Aber wir geben halt lieber Pifmetzilinam, weil es verstärkt im gramnegativen Bereich wirkt und Amoxicillin sowieso gegen andere Sachen gibt, wo auch Grampositive drinnen sind zum Beispiel. Und das ist das Nächste bei der Antibiose, gibt es oft nicht ein 100% richtig und ein 100% falsch. Man kann jedes Bakterium mit sehr vielen Medikamenten, mit sehr vielen Antibiotika behandeln. Man kann immer mit einem extra breiten drüber fahren oder mit einem schmalen, je nachdem. Und wir hier in Österreich, also ich habe ja, wir in Österreich, wir müssen schon viel über die Antibiotika wissen und auch wann wir welches verschreiben. Ich habe in England jetzt Erasmus gemacht und ganz am Ende von dieser Präsentation gibt es eine Grafik, eine Tabelle. Und es ist dort nämlich so, in den Krankenhäusern, da gibt es immer Mikrobiologen. Und die Mikrobiologen überlegen sich, gegen welche Krankheit man welches Antibiotikum gibt. Okay, und da gibt es eine Tabelle, da steht, Community-Acquired Pneumonia, geben wir Amoxicillin. Wenn der eine Pyelonephritis hat, geben wir Piperacillin und Tazobactam. Es gibt Tabellen, die hängen an jeder Station und in jeder Mappe sind die drinnen. Und da kommt der Patient, der hat es, dann schaut der Arzt danach, ah, dem gebe ich das. Die müssen, was die Antibiose betrifft, weniger nachdenken als wir. Ich habe so eine Tabelle bei uns noch nicht gesehen, okay? Und diese Tabelle, die ganz hinten ist, eben, dient nur als Anschauungsmaterial. Das ist jetzt nicht für uns zwangsläufig gültig. Gut, aber seid froh, dass ihr viel lernen müsst. Ja, na sicher, wir wollen ja was lernen und was wissen, warum man das macht. Und dann nicht Tabellen auswendig lernen und dann fragt der Patient, warum kriege ich das Antibiotikum? Ja, weil das sagt der Mikrobiologe, ich muss ihnen das geben. Dann muss er begründen können. Gut. Ja, sicher wäre es leichter für einen Arzt, wenn er nur eine Tabelle hätte, aber man muss ja nachdenken. Da macht es ja viel mehr Spaß. Gut, Angina tonsillaris ist gleich die Tonsillitis. Wenn sie bakteriell verursacht ist, ist sie meistens durch Streptococcus pyogenes verursacht, kann aber auch durch andere sein, okay? Durch Haemophilus oder Fusobakterien oder sowas. Aber bei Fusobakterien wäre es nur einseitig. Klassische Symptome sind Halsschmerzen, Schluckbeschwerden,
Ich schaue rein mit der Lampe. Ich sehe eitrige Stippchen. Wer hatte schon mal eine Tonsillitis? Viele. Das haben sehr viele schon gehabt. Manche haben es rezidivierend. Ich hatte sie als Kind anscheinend rezidivierend. Deshalb wurde ich einer Tonsillektomie unterzogen. Ich habe keine Mandeln mehr, weil ich als Kind anscheinend so viele Entzündungen hatte. Gut. Manchmal kann es auch mit Scharlach auftreten. Also Scharlach wird auch vom Pyogenes hervorgerufen. Dort hätte ich noch zusätzlich Symptome wie Hautabschuppung, diese Erdbeerzunge oder diese periorale Blässe. Okay? Medizin ist Pattern Recognition. Man hat einen Symptomcluster und der Symptomcluster ist eine gewisse Krankheit, ein gewisses Syndrom. Und dann müsst ihr, wenn Sie Krankheiten lernen, sehen, die Leitsymptome müssen präsent sein. Okay? Dann sehen Sie einen Patienten mit Erdbeerzunge, abschuppender Haut, periorale Blässe, geschwollenen Mandeln, na, der hat Scharlach, das Kind. Okay? Also, man muss eben solche gewisse Patterns haben, wie Krankheiten auch schon funktionieren. Gut, haben wir vorher schon gesagt, Penicillin, also Streptokokken, Penicillin, okay? Immer, das ist die Assoziation. Habe ich eine Allergie, zu den Allergien kommen wir noch, kann ich auch Claritro oder Roxitro geben. Das sind Makrolide. Okay. Gut, Komplikation, rheumatisches Fieber und Poststreptokokkenglomerulonephritis. Also die Streptokokkenglomerulonephritis tritt auf meistens so 2 bis 3 Wochen, wenn sie auftritt nach einem Infekt. Das sind Immunkomplexablagerungen, die sich auf die Niere schlagen. Muss man auch mit dem Penicillin behandeln. Und rheumatisches Fieber kann auch auftreten. Das sind aber Kreuzreaktionen von Antikörpern, die gegen den gerichtet sind, gegen das Pyogenes gerichtet sind und die dann körpereigene Strukturen angreifen, wie das Herz, dann zu Endokarditis, Myokarditis führen oder zu einer Choriamino, also Neuronen angreifen oder auch zu springenden Arthritiden, also springenden Gelenkschmerzen oder sowas. Aber für euch wichtig, Angina, Halsschmerzen, Streptokokken. Streptokokken ist gleich Penicillin. Und womit kann das verwechselt werden? EBV, genau. EBV, wenn jetzt dann eine 14-jähriges Mädchen habe oder einen 14-jährigen Burschen, die gerade Zungenakrobatik üben und wo die Zunge mehr Zeit im fremden Mund als im eigenen verbringt, dann und die kommt daher mit geschwollenen Mandeln und mit Fieber und mit geschwollenen Lymphknoten, kann es auch der EBV sein. Okay, und wenn ich dann dem Kind oder Jugendlichen mit EBV Ampicillin gebe, dann hat es ihn ungefähr nach so 8 Tagen herum, kriegt dieses Masern-ähnliche Exanthem. Okay? Antibiotika umsonst gegeben, bei der viralen Entzündung kann man eh nichts machen, aber wir haben ein schönes Exanthem gezüchtet und die Patienten glauben, sie hätten eine Penicillinallergie, was ja keine ist. Gut. Otitis media, Mittelohrentzündung, sieht man das Trommelfell, wunderschön. Da gibt es sogar ein Seminar dazu, wo man sich gegenseitig ins Ohr reinschaut. Das gibt es dann im Blog 18, ist das, glaube ich. Das wäre ein entzündetes Trommelfell. Was berichten die Patienten? Natürlich haben sie Fieber, Ohrenschmerzen, oft einseitig. Kinder haben das oft. Kinder haben dann den sogenannten Ohrzwang, die greifen da immer so hin. Ohrzwang nennt man das, ein klassisches Symptom, oder der Tragusschmerz. Tragus ist das kleine Ding, das man auch piercen kann. Das ist nicht so ohne so eine Otitis. Warum? Erstens kann es eine Meningitis verursachen, es kann ja übergehen. Meningitiden kann auch noch bei einer Pneumonie kann ich eine Meningitis kriegen, Pneumokokkus kann sich absiedeln. Und die Mastoiditis ist Mastoid hier hinten. Auch wenn es da zu einer Entzündung kommt, durchs Mastoid läuft der Nervus facialis durch. Okay? Und wenn es da zu einer Entzündung, Destruktion kommt, kann auch der Nervus facialis betroffen sein. Und wenn ich nicht rechtzeitig behandle oder die Behandlung verweigere, weil ich ultra-bio bin und keine Medikamente mag, kann mein Kind eine Mastoiditis kriegen und den Facialis kann ich beeinträchtigen. Über Halbseiten habe ich Facialis-Lähmung im Gesicht, weil ich ja ultra-bio bin. Ich bin auch für Bioprodukte natürlich, aber man muss halt, manchmal darf man Medikamente nicht verweigern.
Gut. Amoxicillin-Clavulansäure. Ihr werdet es merken, im Alltag ist das irgendwie so ein gängiges Produkt, das man einfach gibt, weil es gegen vieles wirkt und gut verträglich ist. Pneumonie, Lungenentzündung. Da müsst ihr auf jeden Fall wissen, was so klassische Erreger sind. Eben Pneumokokken, Haemophilus, Chlamydien, Legionellen, Coxiella brunetti, Coxiella ist nicht wichtig. Aber Legionellen sind wichtig, Pneumokokken, Haemophilus ist wichtig, okay? Und der Pneumozystis ist auch wichtig. Warum ist der wichtig? Da sind Immunsupprimierte sind von dem betroffen. Immunsupprimierte ist ein Pilz, der sich aber nicht mit Antimykotika behandeln lässt, sondern der sich mit Cotrimoxazol behandeln lässt, okay? Es muss auch so eine Assoziation bei euch im Gehirn sein. Pneumozystis, immunsupprimiert, Cotrimoxazol. Okay? Ja, Pneumozystis, Iroveci oder Carini. Ist beides identisch. Ich weiß nicht, wieso ich den umbenannt habe und was der aktuelle Name ist. Das aktuelle? Ja, gut. Okay. So, eine Pneumonie. Wie erkenne ich sie? Husten, Fieber. Die typische Pneumonie kommt schnell. Hohes Fieber, 39 Grad herum. Husten, Auswurf, muss nicht grünlich sein, ist oft grünlich. Tachykardie, Tachypnoe, Atemnot. Schweres Krankheitsgefühl. Die atypische schleicht so dahin, die kommt so über ein, zwei Wochen mit bisschen Fieber, subfebril, bisschen Husten, bisschen Auswurf. Bei der klinischen Untersuchung, bei der typischen, höre ich was. Okay, ich höre feuchte Rasselgeräusche. Das ist wirklich wie so ein Knistern. Man hält das Stethoskop drauf und man hört so eine Art Knistern beim Atmen. Aber die sind wirklich schwer zu hören. Feuchte Rasselgeräusche, werdet ihr es merken. Ihr lernt das Ganze ja fürs FAMPROP. Das FAMPROP ist halb so wild, das kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine wirklich coole Lehrveranstaltung, aber das ist halb so wild vom Lernaufwand und vom Schwierigkeitsgrad her. Aber wenn ihr nachher in der Station seid, werdet ihr merken, diese Rasselgeräusche zu hören, die hört man sehr selten irgendwie. Also ich hab bis jetzt nur, man hört sie schwer und dann, wenn man das Stethoskop wo aufsetzt und dann mit der Hand ein bisschen bewegt, dann klingt es auch komisch irgendwie. Also die sind nicht so leicht zu hören. Das Brummen und Piemen und Pfeifen vom Asthmatiker oder von der COPD, das hört ihr sofort. Das haltet ihr einmal drauf und ihr hört es. Und macht es wirklich, geht so viel Lungen abhören wie möglich, wenn es formuliert, weil man braucht einfach die Erfahrung. Am Anfang hört man die Lungen, hey, was höre ich nichts. Dann muss man nachher, wenn man einen Patienten untersucht hat und aufgenommen hat, muss man es alles festhalten im Statusblatt. Ja, wird schon vesikulär atmen sein. Man ist am Anfang extrem unsicher. Deshalb hört sich so viel Lungen an wie möglich. Gut. Okay. Wer macht was? Die typische Pneumonie wird ausgelöst vom Pneumokokken, Haemophilus, primär. Das sind die zwei wichtigsten. Pneumokokken, Haemophilus, oder E. coli und Staphylokokken-Klebsiellen können die auch auslösen. Die atypischen eher so von Legionellen, Pneumocystis, Coxiella und Mycoplasma, Chlamydien, insofern es die Chlamydienpneumonie gibt. Dann teilt man noch ein in Community Acquired, also die Leute, die es in der Community zu Hause erworben haben, und Hospital Acquired. Community Acquired ist so, dass circa 50% herum der Infektionen sind Pneumokokken, 10% Haemophilus, okay? Also Community Acquired ist meistens Pneumokokken oder Haemophilus. Aber es gibt auch atypische Community Acquired. Legionellen zum Beispiel, das ist auch Community Acquired. Oder die Chlamydien. Legionellen, wann denkt man Legionellen, wenn jemand im Ausland war, in Hotelanlagen mit Klimaanlagen, Whirlpools oder sowas? Denken wir an Legionellen. Kann man übrigens einen Antigentest im Harn machen und Legionellen feststellen, aber nur den Serotyp A. Es gibt auch ein Pneumokokken-Antigen im Harn. Okay? Wenn ihr mit einer Pneumonie kommt, lasse ich in den Becher pinkeln, hänge einen Streifen rein und schaue, ob Legionellen oder Pneumokokken-Antigen nachweisbar ist. Oder ich streife nicht, man muss halt analysieren. Und die Hospital Acquired,
Das sind primär gramnegative Keime, okay? 70% gramnegative Keime erfordern ein anderes Antibiotikum. Okay? Gut, wobei essentiell ist nur quasi ist zum Röntgenbild. Aber was macht der Hausarzt jetzt? Was macht der Hausarzt? Das ist ja immer das Spannende eigentlich, wenn man sich überlegt, wie kann ich das differenzieren klinisch? Und ich bewundere Hausärzte, weil wir auf der Uni lernen einen Laborparameter nach dem anderen. Eine Untersuchung mit irgendeiner, mit CT, MR oder Röntgen, was auch immer nach dem anderen, irgendwelche Antikörper. Wir lernen 100.000 Laborparameter. Der Mediziner im Feld hat das alles nicht. Sorry, da bin ich jetzt. Der hat das alles nicht. Okay, der muss sich auf die Klinik verlassen. Der muss sich auf die Klinik verlassen und muss wissen, reicht, kann ich ihn ambulant behandeln oder muss ich ihn ins Krankenhaus schicken? Und daher gibt es diesen CRB-Score, das ist ein Score. Das ist C steht für Confusion. Ist der Patientin verwirrt? R steht für Respiratory Rate. Ist der Patient tachypneisch? Hat er mehr als 30 Atemzüge in der Minute? B steht für Blood Pressure. Ist er systolisch unter 90? Unter 90. Und 65 fürs Alter. Ist er über 65? Und ist keines der Punkte erfüllt, kann ich ihn auf jeden Fall ambulant behandeln, den Patienten. Okay? Ist er, und ab ein oder zwei Punkten kann man krankenlos in Erwägung ziehen, ab drei oder vier sollte man auf jeden Fall ins Krankenhaus schicken. Natürlich muss man immer die ganze, muss man es mit einbeziehen, die ganze Klinik und so weiter. Aber trotzdem, man muss halt überlegen, behandelt man im Krankenhaus oder zu Hause. Aber klassischerweise, die meisten wird man sicherlich mit Amoxicillin und Clavulansäure oder mit einem Makrolid behandeln können, wenn sie in die Hausarztpraxis kommen. Okay? Also die Behandlung der Pneumonie hängt ab vom Erreger. Community acquired, meistens komme ich aus mit einem Makrolid oder mit einem Beta-Lactam, mit einem, das auch Haemophilus drinnen hat natürlich. Oder wenn es ihm eine atypische ist und der erzählt, er war im Urlaub und da hat es einen Whirlpool gegeben, kann ich Legionellen mir überlegen als mögliche Quelle, weise die nach. Legionellen behandle ich zum Beispiel mit Azithromycin oder Levofloxacin. Okay? Und den Pneumocystis haben wir schon gesagt. Was haben wir gesagt? Wie behandeln wir den? Clotrimoxazol. Sehr gut. Okay. Und im Krankenhaus haben wir sowieso dann Spezialkeime, machen wir immer eine Bakterie, ein Antibiogramm, dass wir wissen, womit wir den behandeln. Gut. Coxiella übrigens, wie man mit Doxycyclin behandelt. Schafzüchter können das haben oder Nutzviehhalter. Meningitis. Meningitis, da habt ihr auch schon gelernt, ihr habt einen Bakteriologie-Block schon hinter euch. Teil, ihr seid drinnen, aber die Vorlesung war ja schon und manche haben vielleicht schon die Folien ein bisschen sich angeschaut. Und da gibt es auch so eine schöne Grafik, wo man sieht, mit Alter und mit Balken, welches Bakterium bei welcher Altersgruppe erwartbar ist. Bei ganz kleinen Kindern, also der Listeria monozytogenes, die sind bei kleinen Kindern und bei alten Personen erwartbar, okay? Bei Kindern und bis zu jungen Erwachsenen, bis zum 30. Lebensjahr herum, sind sehr stark die Meningokokken. Und dann ab 30 herum nehmen die Pneumokokken zu. Man kann sich eigentlich aber prinzipiell merken, so vom Kindesalter an bis zu 65 sind sicherlich die Pneumokokken und Meningokokken die zwei präsentesten. Und dann kommt der Monozytogenes dazu. Hämophilus, Meningitis nimmt immer weiter ab und wird eigentlich kaum mehr, sehen wir kaum mehr, weil wir die Hämophilus-Impfung haben. Okay, die sind in der 6-Wochen-Impfung drinnen. Und wenn man wieder mal Diskussionen führen muss mit irgendwelchen Impfgegnern, und jeder von uns hat leider, hat Freunde, die Impfgegner sind, in seiner Facebook-Liste wahrscheinlich, kommen immer wieder solche schwedischen Anti-Impf-Posts. Und dann hat man wieder ein Argument natürlich, man kann es nämlich anschauen. Früher hat es viele Haemophilus-Influenza-Meningitiden gegeben, seit wir impfen, gibt es die de facto nicht mehr.
unter Streptococcus agalacticae, vor allem bei Neugeborenen. Und das ist cool. Ich habe das nicht gewusst bis vor kurzem, warum das so ist. Und ich lese dazu das Buch vom Neurotertial. Und da steht ähnlich, ist die Antwort drin gestanden, wieso das so ist. Weil der weibliche Vaginaltrakt von diesem Bakterium besiedelt sein kann. Und wenn das sehr stark besiedelt ist und das Kind da durchgequetscht wird, kann sich es damit infizieren. Dann freut man sich, wenn man wieder eine kausale Ursache für irgendwas hat. Gut. Klinik. Ich freue mich immer, wenn ich eine kausale Ursache habe. Finde für irgendwas. Klinik. Muss man wissen, was sind die Kardinalsymptome? Fieber, starkes, hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und der Meningismus. Okay? Muss nicht alles vorhanden sein, immer, aber bei der klassischen ist es meistens. Photophobie oder Phonophobie, das kann natürlich auch dabei sein. Also Licht- und Lärmscheuer. Ich mache halt den Laseck, lege auf den Rücken und hebe die Beine an. Oder mache einfach nur so, lasse den Patienten hier den Nacken abwinkeln und wenn er Schmerzen hat oder quasi die Beine anzieht, habe ich quasi, weiß ich es an Meningitis. Dann mache ich eine Liquorpunktion. Die Liquorpunktion mache ich, bevor ich antibiotisch behandle. Immer Blutkulturen, Bakterienkulturen immer machen, bevor man behandelt. Okay, weil ich will ja die Kultur anlegen und wissen, was es ist. Dann gebe ich Ceftriaxon und Ampicillin. Ceftriaxon deshalb, erstens deckt es mir alle Keime ab im Spektrum, außer die Listerien. Da wirkt nämlich Ampicillin ziemlich gut drauf. Also Ampicillin gebe ich wegen den Listerien. Ampicillin wegen den Listerien. Und Ceftriaxon gebe ich, weil es gut ins ZNS reinkommt. Und es hat eine längere Halbwertszeit auch natürlich. Ist auch praktisch. Ihr müsst keine Dosierungen wissen, von gar nichts, okay? Außer vom Aspirin, dann müsst ihr Dosierungen schon wissen. Wann es antiaggregatorisch, antipyretisch, analgetisch und antiphlogistisch wirkt. Okay, aber sonst müsst ihr keine Dosierungen wissen. Das ist erst dann irgendwann später wichtig. Gut, und man gibt auch bei Pneumokokken Dexamethason, weil sich gezeigt hat, dass das zu einer besseren Heilung führt und weniger bleibende Schäden zurück, weniger Schäden zurückbleiben. Auch bei Haemophilus übrigens. Und immer Therapie nach Antibiogramm natürlich, wenn man dann nachher wissen, gegen was ist das Bakterium empfindlich. Und bei Meningokokken isolieren wir den Patienten, okay? Und wir machen eine Prophylaxe. Die Prophylaxe machen wir, wenn die Person viel Kontakt hatte. Was heißt viel Kontakt? 4 Stunden pro Tag über die letzte Woche zum Beispiel ist viel Kontakt. Und da ist auch noch wichtig, Dosierungen braucht sie nicht, okay? Aber es ist schon cool zu wissen, Ciprofloxacin als Chemoprophylaxe bei Erwachsenen, Rifampicin bei Kindern. Bei Kindern geben wir an sich gerne ungern Ciprofloxacin. Warum geben wir das ungern? Wegen der vermeintlichen Knorpelschädigung. Und Ceftriaxon bei Schwangeren. Also ihr merkt euch, Meningitis, die wichtigen Erreger, die es gibt, die Zeichen der Meningitis und Ceftriaxon und Ampicillin wegen den Listerien. Gut. Wie wäre der Liquor? Wie der Liquor ausschauen würde? Liquor hätte viele Neutrophile, Glucose wäre gering. Laktat wäre auch erhöht, genau. Ja, die Virale hätte viele Lymphozyten und Glucose wäre normal. Gut, Harnwegsinfekt. Gramnegative Erreger merken wir uns. E. coli, Proteus, Klebsiellen. Enterokokken können es auch machen, okay? Harnwegsinfekt, die Zystitis, sagen wir mal die Zystitis, die normale Blasenentzündung. Was habe ich? Ich habe suprapubische Schmerzen. Ich habe Schmerzen beim Wasserlassen, ich habe verstärkten Harndrang. Da kann ich einen Harnstreifen machen und da sehe ich Nitrit und Leukozyten im Harn. Okay? Nitrit ist positiv bei Proteus, Klebsiellen und bei E. coli ist Nitrit positiv.
Das Saprophyticus ist nicht positiv, okay? Den sehe ich nicht im Nitrit, aber die E. coli sehe ich schon. Die Pyelonephritis ist quasi das eine, ist auch eine Komplikation, oder es kann ja aufsteigen. Ich kann eine normale Zystitis haben, das kann aufsteigen, einseitig mit Flankenschmerz und Fieber, und ich kann eine Pyelonephritis kriegen, und von dort kann es dann ins Blut strömen, ich kann eine Sepsis bekommen. Okay? Ich glaube, diese SIRS-Parameter, SIRS und Sepsis, habt ihr eh schon im Block 8 gelernt. Oder ich glaube, das steht, da gibt es ein Kapitel drüber. Gut, Therapie des Harnwegsinfektes, der Zystitis, der normalen Zystitis, das sind die Guidelines von Deutschland. Phosphonitra und PIV sind First Line von den Guidelines von Deutschland. Und man kann das auf jeden Fall geben. Phosphomycin hat den Vorteil, 3 Gramm einmal täglich, nur eine einzige Dosis. Die gibt man logischerweise am Abend. Antibiotika gegen Zystitis am Abend geben, weil dann schläft man normal 8 Stunden durch, sagen wir mal, oder wenn man Student ist, 10, 11 Stunden und keine Vorlesung hat am nächsten Tag. Und dann in der Zwischenzeit kann sich das Antibiotikum dort ansammeln und quasi wirken. Es gibt aber auch schon Ideen, dass man sagt, Fosfomycin muss man nicht nur einmal geben, sondern man muss es dreimal geben im Abstand von 72 Stunden. Dann ist schon wieder ein bisschen komplizierter. Aber derzeit kann man schon noch davon noch ausgehen, 3 Gramm Phospho am Abend und die Zystitis ist geheilt. Nitrofurantoin kommt und geht immer wieder, kann man sicherlich geben zur Zystitis, zur kurzen Behandlung. Ich glaube, es sind 5 Tage oder sowas, 5 bis 7 Tage, weiß ich aber nicht genau jetzt, aber nicht zur Prophylaxe, okay? Wie ich in England war und auf Erasmus, hab ich rotiert auf die Gyn, Kinder und Notfall, und auf der Gyn war ich in einer Ambulanz, und da kommt so eine Patientin daher, weil sie inkontinent war oder einen Prolaps hat, ich weiß nicht mehr. Und wir schauen uns die Medikamentenliste an, und die kriegt Nitrofurantoin schon seit ein paar Monaten zur Harnwegsinfektprophylaxe. Okay, da habe ich diesem Consultant, diesem Facharzt gesagt, das hat ja nicht, dass es eben suboptimal ist, weil was macht Nitrofurantoin? Lungenfibrose und eine Pneumonitis kann es machen bei Langzeittherapie, okay? Also deshalb geben wir das nur zu Kurztherapien. Es kann auch zu Neuropathien und Parästhesien und sowas führen. Also Nitrofurantoin immer nur kurz, nie lang. Piflunitrazid hören wir heute noch. Perfekt im gramnegativen Bereich, super für Harnwegsinfekte. Ciprofloxacin kann man auch geben oder Norfloxacin, also Norfloxacin für den Harnwegsinfekt, für die Zystitis. Ciprofloxacin wäre eher so ein klassisches Beispiel für Prostatitis oder Pyelonephritis. Trimethoprim alleine kann man auch für die Zystitis geben. Okay. Ja, sie hat gesagt, also der Facharzt, der hat es nicht verschrieben, das war der Hausarzt, die verschrieben als Langzeitprophylaxe. Und ja, sie hat selber nicht gewusst, dass das machen kann, diese Nebenwirkung. Und sie hat dann vorgeschlagen, quasi einen Brief zum Hausarzt, dass man es Nitrofurantoin ersetzt und was anderes. Gut. So, hier sieht man nochmal E. coli, häufigster Erreger der unkomplizierten Harnwegsinfektes. Okay, es ist fast immer der E. coli. Gut, die Urethritis. Das ist quasi die Entzündung der Harnröhre. Entweder machen das Gonokokken oder Chlamydien. Bei Gonokokken, wenn man jetzt Geschlechtsverkehr hat mit einem Menschen, der Gonorrhoe hat, und man selbst hat es nicht, kann man sich quasi anstecken, und 1 bis 3 Tage später kriegt man eitrigen Ausfluss. Okay? Aber nicht jeder. 25% der Männer kriegen keinen Ausfluss, die sind asymptomatisch. Und 50% der Frauen sind asymptomatisch bei der Gonorrhoe. Das ist ja das Problem. Die Frau weiß nicht, dass es hat, der Mann auch nicht. Und da kann man quasi andere anstecken. Bei den Chlamydien ist es noch schlimmer mit dem asymptomatischen. Bis zu 80% der Frauen haben keine Symptome. Bei Männern sind es bis zu 50%. Okay?
Da hat man eher so 1 bis 2 Wochen später einen weißlichen Ausfluss. Gelblicher Ausfluss, eitriger, weißlicher Ausfluss. Und es kann eben zu Schmerzen kommen beim Urinieren und zu Juckreiz und so. Und Chlamydien können zur Unfruchtbarkeit führen. Sie können nämlich in den Eileitern, die Tuben können sie quasi verkleben, wenn die Infektion aufsteigend ist. Und die Samenleiter können auch beeinträchtigt werden. Ich weiß, da gibt es diesen Ausspruch, Doxy ist Chlamydienmeister von Professor Graninger, aber eigentlich ist Azithromycin viel besser, weil man muss es nur einmal geben, Single Dose oral, Azithromycin 1,5 Gramm oder 1 Gramm, man findet unterschiedliches und die Chlamydien sind beseitigt. Okay? Bei der Gonorrhoe brauche ich beides, Ceftriaxon und Azithromycin. Okay? Gonorrhoe, Ceftriaxon und Azithromycin, Chlamydien nur Azithromycin. Aber top, solche Single-Dose-Behandlungen sind ein Wahnsinn. Das ist super, da sind alle am glücklichsten. Der Arzt, weil der Patient nimmt es fix, der Patient, weil er nur einmal was nehmen muss und man ist auch nebenwirkungsärmer im Normalfall. Gut. So. Jetzt machen wir mal 10 Minuten Pause und dann geht's weiter mit den Beta-Lactamen. Gut, machen wir weiter. Also, gut, also, jetzt schauen, jetzt kommen wir zu den einzelnen Antibiotika-Klassen. Wir starten dann gleich mit den Penicillinen. Zuerst noch, es gibt quasi zeitabhängige und konzentrationsabhängige wirksame Antibiotika. Hier als Beispiel haben wir den Pseudomonas und wir haben eben verschiedene Konzentrationen von verschiedenen Medikamenten. Die MHK ist die minimale Hemmkonzentration, ist diese Konzentration, die ich benötige, dass das Bakterium eben nicht weiter wächst. Okay? Da gibt es auch noch die minimale bakterizide Konzentration, kann man sich auch ausgeben lassen oder ausrechnen. Ihr kennt es wahrscheinlich eh beim Antibiogramm, wie das abläuft. Also wenn ich quasi eine Bakterienkultur habe von einem Patienten, der hat eine Endokarditis oder was auch immer, habe ich die Bakterienkultur und dann lege ich da Antibiotika drauf, verschiedene. Und anhand der Größe des Hemmhofes kann ich schauen, wie ist es das Bakterium empfänglich oder nicht empfänglich. Okay, und natürlich ist es wichtig, dann dieses Antibiogramm lesen zu können. Da hat man dann immer ein Bakterium, und man weiß, gegen was das alles empfindlich ist und was nicht. Und die Sache ist aber immer, es kann natürlich in der Petrischale empfindlich sein, aber die Frage ist, ob das Antibiotikum im realen Kontext den Ort der Entzündung erreicht. Zum Beispiel ein Streptococcus, ein Pneumococcus wird auf Daptomycin in der Petrischale empfindlich reagieren, weil Daptomycin gram-positive Bakterien umbringt. Aber bei der Pneumonie kann ich es trotzdem nicht geben, weil Daptomycin in der Lunge inaktiviert wird. Okay, also solche Sachen muss man dann manchmal auch noch wissen. Aber es ist eigentlich das einzig Wichtige bei dem. Genauso werden quasi Konzentrationen, ob es quasi empfindlich ist oder nicht empfindlich ist von Bakterien, werden angegeben. Ob ich mit dem Antibiotikum im Blutplasma einen ausreichend hohen Spiegel zusammenbringen würde. Das heißt, mein Antibiogramm kann mir sagen, Ciprofloxacin wirkt nur so halb gegen E. coli, wenn es im Blut wäre. Okay, diese Spiegelbestimmungen oder diese Antibiogramme beziehen sich auf den Spiegel, auf die Konzentration, die ich im Blutplasma habe. Ich könnte aber trotzdem das Ciprofloxacin geben bei einer Person gegen einen Harnwegsinfekt, weil im Harn kriege ich hier viel höhere Konzentrationen zusammen.
Okay, aber trotzdem wenn ich natürlich eines war, schönes Plus ist. Aber nur, dass man auch so Überlegungen hat und weiß, diese Bestimmungen quasi ist resistent oder empfänglich, beziehen sich auf Konzentrationen im Blut normalerweise. Weil man schwer bestimmen kann, weil es mühsamer wäre zu bestimmen, dann kommt es jetzt in den Knochen rein oder ins oder wo auch immer. Gut, jetzt schauen wir uns an, es gibt quasi zeitabhängige Bakterizidie und konzentrationsabhängige. Hier hat man Folgendes gemacht, man hat den Pseudomonas und dem gibt man den lässt man halt wachsen, hier sieht man die Colony Forming Units und den lässt man halt über mehrere Stunden wachsen und gedeihen. Hier haben wir Ticarcillin. Ticarcillin ist ein Carboxypenicillin. Die gibt's bei uns nicht. Die wurden ersetzt durch die Acylaminopenicilline. Wirkt halt auch gegen Pseudomonas. Und das sieht man mit ein Viertel der MHK. Das Bakterium wächst freudig vor sich dahin. Einmal die MHK, das Bakterium wächst noch immer freudig vor sich hin. Und dann, wenn man die MHK steigert, eine Steigerung der MHK von, ja, quasi von hier, das ist, sagen wir, 4 von 4, von dreifach, 3 ist okay. Einmal die MHK auf 64 mal die MHK bringt nur ein bisschen Effekt, okay? Es ist eher ein zeitabhängiger Effekt und nicht ein konzentrationsabhängiger. Hier sieht man wunderschön, wenn ich die Zeit konstant halte und die Konzentration erhöhe vom Antibiotikum, fällt das Wachstum sofort ab. Okay? Also Topramycin ist ein Aminoglykosid, Ciprofloxacin ist ein Flurquinolon, die haben eine konzentrationsabhängige Bakterizidie. Je höher die Konzentration, je stärker die Wirkung. Und Penicilline oder Beta-Lactam haben eine zeitabhängige Bakterizidie. Das heißt, das Bakterium, der Spiegel des Pharmakons muss lange über der MHK liegen, um einen Effekt zu erzielen. Gut. Hier sieht man diese ganzen Angriffspunkte, die müsst ihr. Die lernt ihr eh im Laufe der Zeit, okay? Aber wichtig noch einmal für euch, was ist, welche Antibiotika sind Bakterizid? Bakterizid sind Beta-Lactame, Aminoglykoside, Glykopeptide, Flurquinolone und Daptomycin. Die sind wichtig. Bakteriostatisch sind eben Makrolide, Tetracycline zum Beispiel oder Clindamycin und Chlorampfenicol und Linezolid und die Streptogramine. Gut. Und dann ist noch wichtig für euch, merkt euch grob, welche renal eliminiert werden und welche hepatisch eliminiert werden. Also biliär. Renal, Beta-Lactame, Aminoglykoside, Glykopeptide. Da müssen wir an, muss man eine Dosisanpassung in die Nierenfunktion vornehmen. Bei den Quinolonen muss man, werden alle renal eliminiert, außer das Moxifloxacin. Das hat auch eine längere Halbwertszeit. Kann man sich auch gleich merken. Makrolide hingegen werden primär biliär eliminiert. Oder Tetracycline auch, die unterliegen auch dem enterohepatischen Kreislauf. So ein paar solche Sachen sollte man halt wissen. Zumindest die Nieren, welche Medikamente an die Niere angepasst werden müssen. Gut. So. Beta-Lactame. Ich werde jetzt kurz diese Folie, anhand dieser Folie ein paar Sachen erzählen zu Beta-Lactamen. Und dann werden wir uns die einzelnen Beta-Lactame anschauen. Wie ich vorher schon gesagt habe, alle Beta-Lactame, Halbwertszeit, sagen wir von ungefähr einer Stunde, außer Ceftriaxon, 8 Stunden und Ertapenem auch 8 Stunden. Ah, Entschuldigung, Ertapenem 4 Stunden.
Safety Reaktion 8 Stunden, Erde benehmen 4 Stunden. Und Cefixim auch 4 Stunden. Gut, aber für euch sicherlich am wichtigsten das Ceftriaxon mit seiner Ausnahme von 8 Stunden. Verteilungsvolumen 0,1 bis 0,5 Liter. Okay? Okay, also, wir haben vorher schon gesagt, es gibt mal Penicilline, G und V. G ist eben oral nicht bioverfügbar, V ist oral bioverfügbar. Wir merken uns Penicilline, Streptokokken. Immer wenn wir Streptokokken haben, geben wir Penicilline. Und das Prokain, Penicillin, das geben wir bei Syphilis. Okay? Syphilis und Streptokokkeninfektionen sind klassischerweise mit Penicillin, mit dem normalen Penicillin zu behandeln. Oxacillin oder Flucloxacillin, Staphylokokkenpenicilline, weil sie aufgrund ihrer 3D-Konformation nicht von den Penicillinasen der Staphylokokken gespalten werden können. Okay? Einzige Indikation, wenn jemand einen Staphylokokken, einen Abszess hat, geben wir ihm Flucloxacillin. Wenn jemand eine Staphylokokken-Endokarditis hat, die quasi empfindlich ist auf, die empfindlich ist auf Flucloxacillin, geben wir ihm das. Es ist halt hepatotoxisch. Das ist ein Problem. Also als Alternative könnten wir Cefazolin geben zum Beispiel. Gut, Amino- und Amidinopenicilline. Amidinopenicilline ist quasi das Pif-Methylinam, haben wir schon gehört, gramnegativer Bereich, Harnwegsinfekt. Mehr brauchen wir dazu nicht wissen. Ampicillin und Amoxicillin haben jetzt, wirken so wie Penicilline, wie das Penicillin. Zusätzlich wirken sie aber noch gegen Haemophilus, gegen E. coli und Proteus und gegen Listerien, haben wir schon gesagt. Ampicillin wirkt, geben wir bei der Meningitis gegen Listerien und gegen Enterokokken. Aber gegen welchen Enterokokken? Da haben wir zwei davon. Wir haben den E. fecalis und den E. fecium. Okay? Ampicillin und Amoxi. Okay, ich merke mir so, Ampicillin, Amoxicillin, Fecium, aber gegen den wirkt es nicht. Okay, es wirkt gegen den anderen. Ja, wirklich, ja, was, ja, das ist da dasselbe drinnen, aber gegen den wirkt es nicht. Ich merke mir das so, okay? Man kann es ja nur so lernen, aber ich habe es quasi so gemerkt. Also wenn ich überlege, auf die Schnelle, ist ja wieder 2x-Nummer. Wenn ich auf die Schnelle mir überlege, muss ich mir das immer mental vorstellen, wo ist das CI drinnen, na, gegen den wirkt es nicht. Okay? Also, es wirkt gegen einen E. fecalis. Die Streptogramine, also Dalfopristin und Vinopristin, die hingegen wirken gegen den Fecium. Da habe ich es mir so gemerkt, die wirken gegen anderen, gegen den die Aminopenicilline nicht wirken. Kommen aber noch dazu. Gut. Also, es wirkt gegen ein Fecalis. Okay. Ampicillin, orale Bioverfügbarkeit ist schlecht. Deshalb gibt es Bac-Ampicillin, womit diesem Einschleusester. Okay. Dann kombiniert man oft Aminopenicilline mit sogenannten Beta-Lactamase-Hämmern, um das Wirkspektrum zu erweitern oder zu erhalten. Weil ich könnte haben einen E. coli, der Beta-Lactamasen, der Penicillinasen produziert, und von dem her brauche ich einen Beta-Lactamase-Hämmer dazu. Wer kombiniert mir jetzt die
Später lag der Maseinhibitoren mit dem gehörigen Antibiotikum. Ja, Amoxiclavulan, ja. 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 Sehr gut. Also Amoxicillin und Clavulansäure, Ampicillin und Sulbactam, Tazobactam und Piperacillin, Pipitaz. Und Avibactam ist neu, das müsst ihr an sich gar nicht können, kommt aber sicher gut. Das wird wahrscheinlich mit Ceftaurolin zusammenkommen gegen ESBL-Keime. Was ESBL ist, machen wir heute noch, okay? Aber die anderen müsst ihr natürlich wissen. Clavulan, Sulbactam, Tazo, womit die kombiniert werden. Was ist das Problem an der Clavulansäure? Sie ist hepatotoxisch. Clavulansäure ist hepatotoxisch. Und mittlerweile gibt es das Unasyn. Das Unasyn ist ein Kombinationspräparat von Amoxicillin, von Ampicillin und Sulbactam. Es ist so eine Substanz, die heißt Sultamicillin, kommt nachher auf den Folien eh noch. Die enthält quasi, ist quasi ein Äquivalent von Ampicillin und Sulbactam. Früher hat es immer geheißen, Ampicillin, das gibt es nur IV, aber mittlerweile Unasyn gibt es IV und oral, eben weil das so ein Kombinationspräparat ist. Gut. Die Acylaminopenicilline, da ist für uns am wichtigsten das Piperacillin, wirken im Endeffekt wie die Aminopenicilline plus den Pseudomonas. Sie haben den Pseudomonas auch, den merken wir uns gleich einfach. Piperacillin P und Pseudomonas P. Ihr merkt, ich arbeite viel mit Buchstaben. Das wird im Laufe der Zeit noch kommen. Ich arbeite sehr viel mit so Buchstaben, wie quasi Sachen verbinde. Gut. Dann die Cephalosporine. Mehrere Generationen. Bis jetzt, die fünfte ist neu. Bei 1 bis 4 ist es so, erste Generation eher Gram-positiv und die werden dann immer besser in den Gram-negativen Bereich hinein. Über die Generationen hinweg, okay? Was wir uns auf jeden Fall noch merken ist, die Penicilline haben eine Klebsiellenlücke. Klebsiella wird nicht durch Penicilline erfasst. Penicilline, Klebsiellenlücke. Die Cephalosporine erfassen Klebsiellen aber. Okay? Erste Generation Cephalosporine erfassen gut Streptokokken und Staphylokokken, erfassen auch Klebsiella und E. coli. Deshalb ist sie auch so praktisch. Deshalb kann man quasi kann man das auch wunderbar geben gegen Staphylokokken, Streptokokken oder Cefalexin zum Beispiel wird in England, wird Cefalexin oft als beim Harnwegsinfekt der Schwangeren gegeben oder Harnwegsinfektprophylaxe von Schwangeren, weil der E. coli auch schon drinnen ist. Gut, zweite Generation hat den Haemophilus dabei. Haemophilus und Moraxella, Haemophilus auf jeden Fall. Und deshalb ist es manchmal so, dass Cefaclor wird manchmal der zweiten Generation zugerechnet, weil Cefaclor auch schon eine Aktivität gegen den Haemophilus aufweist. Okay? Also klassischerweise wäre so zweite Generation dann zweite Generation irgendein respiratorischer Infekt, weil wir den Haemophilus und die Streptokokken drin haben. Eben Cefuroxim wäre ein IV-Präparat, Cefuroxim-Acetil ist halt ein Oralpräparat. Dann dritte Generation haben Proteus und Serratia mit drinnen, sind noch besser im gramnegativen Bereich. Also haben dieselben drin wie vorher und sind noch besser im gramnegativen Bereich. Ich habe es immer so gemerkt, dritte Generation, das Triaxon-Tri von der dritten Generation und das Cefotaxim, also die zwei, wo ein T und ein X drinnen ist, sind dritte Generation. Okay, und die sind auch die wichtigsten für uns. Für uns ist sicherlich Ceftriaxon und Cefotaxim das Wichtigste. Man kann quasi beides geben. Ceftriaxon habe ich schon gesagt, längere Halbwertszeit, 8 Stunden, wird
biliär eliminiert zu 40%, führt aber zu Gallensteinen. Kann zu Gallensteinen führen. Was man sich easy merken kann, wenn es biliär eliminiert wird, kann es dort Gallensteine auslösen. Okay? Gut. Vierte Generation hat den Pseudomonas dabei. Cefepim, P für Pseudomonas schon wieder. Und Ceftazidim ist halt auch vierte Generation. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß. Das ist immer früher nur das Cefepim gemerkt, weil es leichter war und dann das passt halt nicht ins P-Konzept. Aber ja, ist halt so. Müsst ihr diese ganzen Wissen, diese Cephalosporine, ihr müsst wichtige Vertreter von wichtigen Gruppen kennen. Okay, es gibt in unterschiedlichen Büchern unterschiedliche Cephalosporine, die unterschiedlich klassifiziert sind, aber die wichtigsten solltet ihr auf jeden Fall kennen. Und es ist so, oral Cephalosporine stehen im Verdacht, ESBL-Keime zu induzieren. Also quasi gramnegative Bakterien, die fast alle Beta-Lactame spalten können, außer die Carbapeneme. Und auch Ceftriaxon hat anscheinend eine höhere Tendenz, angeblich eine höhere Tendenz, ESBL-Keime zu induzieren als Cefotaxin. Aber ja. Gut, fünfte Generation ist neu. Das ist neu. Früher hat es nämlich geheißen, wenn ich einen MRSA-Keim habe, einen Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus, dann kann ich alle Beta-Lactame schmeißen. Okay? Mittlerweile ist es so, dass Ceftarolin wirkt aber gegen Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus. Was ist ein Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus? Methicillin ist die Testsubstanz, die mir schaut, ob das Staphylokokk gegen Flucloxacillin empfindlich ist. Okay, ist er empfindlich, ist ein MSSA. Methicillin-sensibler Staphylococcus aureus. Der kann Penicillinasen bilden, das heißt, normales Penicillin wirkt nicht. Aber Flucloxacillin, H3D-Konformation, wird nicht gespalten. Also ist er methicillinsensibel. Er kann aber ein MRSA sein, ein methicillinresistenter Staphylococcus aureus. Dann passiert nämlich Folgendes. Der hat eine Mutation im penicillinbindenden Protein. Okay, Resistenzmechanismus ja einerseits, ich kann Penicillinasen bilden oder ich kann mein Zielprotein mutieren lassen. Das mutiert halt zufällig. Und dann wird aus dem penicillinbindenden Protein wird das penicillinbindende Protein 2a. Und da bindet kein Beta-Lactam dran. Das war früher die Regel. Wenn ich ein MRSA habe, bindet an dieses Protein kein Beta-Lactam mehr. Okay? Aber Ceftarolin und Ceftobiprol können an dieses penicillinbindende Protein 2a binden. Deshalb ist das Medikament Ceftarolin auch gegen MRSA-Keime wirksam. Okay? Gut. Und das ist wieder eine SIP-Frage. Da gibt es nämlich eine SIP-Frage dazu. Auf welchem Gen ist das kodiert? Und das Gen heißt MECA. Die Information ist für den Alltag mäßig relevant, aber es gibt eine alte Frage dazu und das muss man halt wissen. Könnt ihr gleich für die SIP merken. Gut. Auf welchem Gen ist kodiert? Natürlich, wenn man im Pharma-Seminar sagen kann, ja, das penicillinbindende Protein 2a, wenn man das schon mal weiß, punktet man extrem. Wenn man auch noch den Genlocus weiß, ja, dann ist man natürlich mit Bravour meistert man diese Situation. Weil wir wollen ja nicht nur bestehen, wir wollen glänzen.
Gut. Weiter geht's. Carbapeneme sind Reserveantibiotika, okay? Die verschreiben wir nicht jedem. Die verschreiben wir nicht wie Zuckerl. Das ist kein Protonenpumpeninhibitor, den jeder kriegt, sondern das ist ein Medikament, das für den Notfall ist, okay? Wir haben Imipenem, Meropenem, Doripenem, Ertapenem. Die haben auch, wirken auch gegen den Pseudomonas, außer Ertapenem. Ertapenem wirkt nicht gegen den Pseudomonas. Okay? Und Imipenem ist wichtig, müssen wir mit Cilastatin kombinieren, um die Nephrotoxizität zu verhindern. Okay? Imipenem wird nämlich wie alle Penicilline filtriert und sezerniert und am Bürstensaum gibt es ein Enzym, das heißt Dehydropeptidase 1. Das spaltet Imipenem, dann kann das in die Zelle rein und dann kann das die Zelle, die Nierenzelle schädigen. Aber wenn ich diese Dehydropeptidase 1 blockiere mittels Cilastatin, dann kann ich Imipenem bedenkenlos geben, ohne die Niere abzuschießen. Dann noch Meropenem. Meropenem merkt man sich mit M gegen die Meningitis. Warum? Imipenem geben wir nicht bei Meningitis, weil es zu Krampfanfällen führen kann, weil es ein GABA-A-Antagonist ist. Okay, GABA-A-Antagonisten lassen uns krampfen. Meropenem hat eine geringe Affinität zum GABA-A-Rezeptor, deshalb gibt man es bei Meningitis. M für Meningitis. Doripenem hat noch eine geringere Affinität auf den GABA-A-Rezeptor, wäre noch besser dafür, aber ist nicht dafür zugelassen. Weil es sind Medikamente, Antibiotika werden nicht zugelassen gegen ein spezifisches Bakterium, dass man sagt, das ist gegen alle Staphylokokkeninfekte oder gegen alle E. coli-Infekte. Es ist für spezifische Indikationen im Sinne von Haut- und Weichteilinfektionen, Meningitis, Endokarditis oder sowas zugelassen. Und die meisten Medikamente sind zuerst gegen Haut- und Weichteilinfektionen zugelassen, weil da kann man anscheinend sehr leicht Studien machen dazu. Gut. Und dann gibt es noch das Aztreonam als einzigen Vertreter der Monobactame, wirkt gegen gramnegative aerobe, gegen gramnegative aerobe Keime. Gramnegative aerobe Keime. Gut, also gegen gram-positive Bakterien, die Sauerstoff benötigen. Gut. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz durch und schauen wir noch ein paar wichtige Informationen an. Gut, haben wir schon gesagt heute, Penicillin G geben wir nur IV, kann man nur IV geben, wirksam gegen Streptokokken, sicherlich am wichtigsten die Streptokokken, Corynebakterien sind nicht so wichtig, haben sie mehr alle geimpft und Penicillin, Streptokokken, Erysipel, okay, da haben wir die E-Reihe. Oder eben gegen Syphilis. Syphilis wieder ausgelöst von welchem Bakterium? Treponema pallidum, genau. Spirocheten, es gibt drei Spirocheten, die wichtig sind für uns. Spirocheten. Das ist Treponema, sind die Treponemen. Treponema. Die Borrelien. Wie Borrelia burgdorferi, das quasi uns das Erythema chronicum migrans verursacht, die Borreliose, diese zeckenübertragene Krankheit und die Leptospiren. Okay? Leptospira, wurscht. Die beiden kann man mit Penicillin behandeln, die Borrelien mit Doxy. Okay,
Das ist die, wenn Doxy in Österreich irgendeine ultimative Indikation hat, dann ist es die Borreliose. Okay, Österreich ein Zeckenland, da gibt es, ich glaube, 5% der Zecken haben Borreliose oder sowas, oder noch mehr, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau. Und viele Leute können Borreliose erkranken, wunderbar mittels Antibiotika behandelt. Okay, hier gibt es keine Impfung dafür, aber mit Doxy kann man es wunderbar behandeln. Zweimal 100 Milligramm. Gut. Und Treponema, eben Syphilis und Leptospirose, wird von Rat, ist in Rattenurin drinnen und ist wurscht, was das macht Morbus Weil, aber es ist wurscht. Ich kann gerne jemand was erzählen drüber in der Pause, wenn es interessiert. Gut. Penicillin V kann oral gegeben werden, eben bei Angina tonsillaris oder bei anderen Streptokokkeninfekten, wie ja, Angina tonsillaris, aber das Beste eigentlich Penicillin V als Oralpenicillin. Klassisch für Kinder, Ospen. Also rezeptieren kann es auf jeden Fall kommen, okay, dass ihr habt, ja, ihr habt ein Kind, das Kind hat eine Angina tonsillaris, was geben Sie dem Kind? Wir geben dem Ospen. Da muss man dann schauen in diesem Kodex, in der Schnellhilfe, was gibt es da für Präparate, wie sind die zu dosieren. Und gerade bei den Antibiotika ist es wirklich so, es gibt ja mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Und ihr müsst einfach immer nur argumentieren können, warum gebe ich welches Medikament. Okay? Gut. Das haben wir auch schon gesagt, Staphylokokkenpenicilline. Eben Flugloxacillin, klassischerweise beim MSSA, ist aber hepatotoxisch. Und beim MRSA haben wir auch schon gesagt, penicillinbindendes Protein wird zum penicillinbindenden Protein 2a und dann ist das nicht mehr wirksam. Eben, dann sind keine Beta-Lactame wirksam beim MRSA, außer Ceftaroline und Ceftobiprol. Dann kann ich den MRSA, ist ein gram-positives Bakterium, wir haben heute schon gehört einmal, oder glaube ich gestern auch, Glykopeptide wirken nur im gram-positiven Bereich, Vancomycin ist perfekt für den MRSA. Dann kann es aber sein, dass der MRSA auch gegen Vancomycin resistent wird. Dann heißt er VRSA, Vancomycin resistenter Staphylococcus aureus. Und Vancomycin hat eine orale Bioverfügbarkeit von 0, muss man IV geben. Aber außer bei Clostridium difficile, da gebe ich es oral, weil es ja nur im Darm wirkt, dann weil es nicht aufgenommen wird. Und da kann, es stellt sich eben die Frage, ob Vancomycin oral den VRSA induzieren kann. Vielleicht dazu beiträgt. Im Krankenhaus haben wir sowieso multiresistente Keime. Im Krankenhaus haben wir MRSA und da kann man auch VRSA haben und was auch immer. Oder VRE wäre der vancomycin-resistente Enterokokkus. Enterokokken sind auch solche Resistenzkandidaten. Aber E. coli vor allem. E. coli ist ein guter Kandidat und der Staphylococcus aureus. Gegen VRSA haben wir natürlich immer noch Medikamente. Linezolid zum Beispiel. Das Tigecyclin ist sehr, sehr breit. Wirklich nur Reserve. Wirkt aber nicht gegen Pseudomonas. Tigecyclin nicht gegen Pseudomonas. Da haben wir heute schon kurz gehört und das sind eben diese Style von Quinobristin. Dann gibt es auch noch den Visa, wie die Kreditkarte. Vancomycin intermediärer Staphylococcus aureus. Okay? Der ist nicht ganz resistent, aber auch nicht so sensibel, wie der sein sollte. Also wenn man eine Zellkultur hat, das machen wir so, als eine Zellkultur, einer aus 100.000 oder eins aus einer Million von den Bakterien, ist nicht so empfänglich gegen Vancomycin, wie es sein sollte. Braucht man höhere Konzentration. Also ein intermediärer, ein Visa wäre das und die Idee dahinter ist, dass die eine dickere Zellwand haben und da die Permeation nicht so gut läuft. Resistenzmechanismen sind ganz spannend, wenn man sich da ein bisschen mal das anschaut. Für euch ist einmal nur wichtig, was gegen was wirkt es, was hat es für Nebenwirkungen, Indikation, Kontraindikation. Gut.
klassischerweise. Das ist sicherlich das Penicillin. Das sind die Penicilline, die am häufigsten verschrieben werden, mit Sicherheit. Die Aminopenicilline. Glaube ich schon. Haben wir schon gesagt heute. Wirkspektrum eben E. coli, Proteus, Haemophilus, Enterokokken, aber nur den Fecium. Ja, eben nicht den Fecium, den Fecalis. Nur den Fecalis. Wirkt gegen den Fecalis. Und gegen die Listerien. Haben wir heute auch schon mehrmals gesagt. Sultamicillin haben wir auch schon gesagt heute, dieses Kombinationspräparat hier. Und wir geben es eben klassischerweise gegen die, wenn wir wissen, das wirkt gegen Haemophilus und gegen Streptokokken, kann ich es gegen bei Community Acquired Pneumonia, weil ich werde dadurch ausgelöst, oder ich kann es gegen bei Otitis Media und Harnwegsinfekten, okay? Man kann sich ja quasi immer dann so überlegen, Otitis, was löst es aus? Und deshalb kann ich es geben, weil diese Erreger mit abgedeckt werden. Man kann ja quasi Querverbindungen schaffen. Okay, ihr wisst, Otitis wird von jenen Erregern ausgelöst. Ich behandle Otitis Media mit diesem Antibiotikum. Das heißt, das Antibiotikum muss die Erreger abdecken. Und durch dieses Dreieck kann man sie dann oft eben zusammenreimen. Gegen was wirkt das schnell noch? Wie sind die Wirkungsspektren? Okay? Gut. Und Epstein-Barr haben wir heute schon gesagt. Kommen wir noch mal bei den Allergien nachher dazu. Acylaminopenicilline, eben Pipitat ist für uns das Wichtigste. Piperacillin und Tazobactam wirken gegen Pseudomonas und ist ein Reserveantibiotikum. Gut. Nebenwirkungen von Penicillinen. Wir kommen noch mal nachher zu den Allergien noch mal genauer, wenn wir über alle Beta-Lactame drüber sind. Allergien, jedes Medikament kann Allergien auslösen, okay? Jedes Medikament kann Durchfall auslösen. Wenn man lange genug Patienten behandelt, kann fast jedes Medikament fast jede Nebenwirkung auslösen, okay? Aber es gibt für gewisse Nebenwirkungen gewisse Kandidaten. Eben Ototoxizität und Nephrotoxizität sind die Aminoglykoside und die Glykopeptide oder das Cisplatin, okay? Allergische Reaktionen im Sinne von eines Stevens-Johnson-Syndroms und Agranulozytose sind Sulfonamide. Ein Long-QT-Syndrom lösen eben Makrolide aus oder Cotrimoxazol oder die Azol-Antimokotika. Okay, es gibt für gewisse Medikamente spezifische Nebenwirkungen und die müsst ihr wissen. Ihr müsst keine Beipackzettel auswendig lernen, logischerweise. Gut. Haben wir schon gesagt, Clavulansäure ist hepatotoxisch und bei Streptokokken Mittel der Wahl. Allergien ist klar, kann ausgelöst werden, Durchfall sowieso. Neurotoxisch nur, wenn ich es in hohen Dosen intrathekal gebe, also direkt rein ins ZNS. Es kann zu Hämostasestörungen kommen, haben wir schon gesagt. Welche zwei Bakterien produzieren Vitamin K? E. coli und Bacteroides, sehr gut. Wenn ich die wegschieße, kann es dazu kommen. Hypokaliämie deshalb. Penicilline können als Natriumsalze ausfallen. Und im Harn, wenn ihr euch erinnert an Block 4, Physiologie, die Niere ist ein wunderschönes Organ, wirklich. Mit so vielen Transportern. Und da gibt es dann spätdistal, gibt es diesen epithelialen Sodium Channel, den ENaC, und da wird das Natrium rückresorbiert. Und Kalium ausgeschieden. Okay, also wenn es als Natriumsalz im Tubulus spätdistal anfällt, verliere ich Kalium. Deshalb die Hypokaliämie. Aber die machen wir dann im Block 11, die ganzen Diuretika. Und ja, das ist eigentlich sehr spannend. Okay, vorher war kurz die Frage, es fällt mir jetzt ein. Die eine Kollegin hat gefragt, ja, wie mache ich denn das mit der Behandlung, wie wähle ich ein Antibiotikum aus? Kann man sagen, wenn eine Penicillinallergie hat, was ist meine Alternative? Ja, nicht Makrolide oder Fluconazole im Prinzip. Aber man macht es immer so, man schaut sich an, was hat er, und First Line ist meistens ein Beta-Lactam. Also eigentlich primär meistens ein Penicillin oder ein Cephalosporin. Gehen die nicht aus Allergiegrund oder aus
Resistenzgrund oder warum auch immer, überlege ich mir die nächste Gruppe, die relativ gut vertragen wird und keine Nebenwirkungen macht, das sind die Makrolide. Ja? Ja, das kommt darauf an, wenn der Patient, dazu komme ich später noch, wenn der Patient, man muss den Patienten immer fragen, was hat er für eine allergische Reaktion? Hat er nur einen Ausschlag, der zeitverzögert kommt, dann kann man ihm schon ein Cephalosporin geben normalerweise. Hat er Anaphylaxie, gebe ich sie nicht. Okay, oder man macht es auch oft dann so, na, ich hatte eine Allergie, ich weiß nicht mehr genau wie. Oft haben wir Patienten Allergien gegen alles, einen Haufen Medikamente und dann fragt man genau, was hatten sie? Na, ich weiß nicht mehr genau. Dann will man auf Nummer sicher gehen und gibt da anderes Medikament. Man will ja nichts riskieren. Man kann ein Makrolid geben, natürlich, Makrolide, aber wenn die Makrolide nicht gehen, aufgrund von Resistenzen oder Allergien, auf die kann man auch Allergien haben, natürlich, kann man Fluoquinolon auswählen, okay? Das ist eigentlich, mit denen kommt ihr meistens aus. Kommt man meistens aus. Außer bei einem MRSA oder sowas, da brauche ich halt ein Vanco oder Tyco. Gut. Und noch was ist ganz wichtig. Beta-Lactame, niemals, niemals topisch anwenden. Also auf die Haut schmieren. Okay, Beta-Lactame niemals topisch anwenden, wenn man sie topisch anwendet, können es zu einer Allergie führen, weil in der Haut habe ich ja lauter dendritische Zellen drinnen sitzen, die dann Antigenpräsentation machen und es meinen anderen immunkompetenten Zellen zeigen und ich kann eine Allergie entwickeln. Okay, also Penicilline niemals topisch anwenden. Oder Beta-Lactame als solches. Gut. Haben wir schon gesagt, Cephalosporin erste Generation, Cefazolin, Cefalexin und Cefaclor manchmal zweite Generation wegen des Haemophilus. Weil nur das eigentlich gegen Haemophilus wirkt, die anderen nicht so. Also Cefazolin kann man auf jeden Fall als Ersatz geben, wenn der kein Flucloxacillin verträgt, weil er vielleicht schon weil er die Leber schon in Mitleidenschaft gezogen ist. Oral-Cephalosporine, der Professor Thaler hat mal in einem Wahlfach gesagt, er würde eigentlich nur Cefalexin als Oral-Cephalosporin geben, die anderen nicht, weil sie eben ESBL-Keime induzieren können. Extended Spectrum Beta-Lactamase. Das machen wir nachher noch, was das ist. Gut. Also Cephalosporin erste Generation, wirkt gegen Streptos, Staphylokokken, E. coli und Klebsiellen. Penicillin Klebsiellenlücke. Und Atemwegsinfektionen zum Beispiel. Oder Harnwegsinfekt bei Schwangeren. Dann zweite Generation, Cefuroxim, Cefoxitin. Cefoxitin ist so ein Spezialding. Cefamandol und Cefoperazon oder Cefotetan. Cefotetan und Cefoxitin sind spezial, weil sie auch gut gegen Anaerobia wirken. Gut gegen Anaerobia. Cefoxitin gibt es aber in Österreich nicht mehr, weil es keiner gekauft hat. Und die Firma sich gedacht hat, das kauft keiner, das produziere ich nicht mehr. Cooles Medikament, kauft keiner, aber das soll, hör mal auf, das zu produzieren. Weil eben gegen Anaerobia haben wir eh das Metronidazol. Gut. Und diese Cefamandol, Cefoperazon, Cefotetan habe ich bis jetzt noch nie irgendwo gesehen. Dass die irgendwo eingesetzt wurden, habe ich noch nie in Österreich irgendwo gesehen auf einer Station oder auch im Ausland nicht. Das Spannend sind sie aus akademischer Sicht vor allem, weil sie zwei Eigenschaften haben, die andere Cephalosporine nicht haben. Oder zwei Wirkungen. Sie sind für einerseits zu Alkoholunverträglichkeit und sie sind Vitamin K-Antagonisten. Das heißt, sie blockieren die Synthese von den Gerinnungsfaktoren, von den Vitamin K-Abhängigen. Nämlich, weil sie diese Seitenkette haben. Diese N-Methyl-Thio-Tetrazol-Seitenkette. Okay? Gut. Wichtigste bei Zweitgenerations-Cephalosporin auf jeden Fall, wirken gut gegen Haemophilus influenza dazu.
Und also wie die erste Generation nur noch auf gut gegen Influenza und gegen Varicella. Deshalb auch Atemwegsinfektionen klassischerweise. Gut. Dritte Generation, Ceftriaxon, Ceftriaxim, haben wir gesagt, Tri für 3 kann man sich merken. Das andere mit TX ist auch dritte Generation. Wirkt eben zusätzlich auch noch gegen Proteus und gegen Serratia. Ja gut, gegen auch, natürlich gegen Neisseria. Wir geben sie Ceftriaxon, geben wir gegen die Meningitis, weil es gut ins ZNS geht. Und eben auch gegen die Gonorrhoe geben wir. Sind ja auch Neisseria, sind ja auch Gonokokken, sind ja auch Neisseria. Single-Shot-Therapie. Halbwertszeit 8 Stunden, biliäre Elimination, Gallensteine, merken wir uns, okay? So Schlagwörter, Ceftriaxon, Schlagwort, 8 Stunden Halbwertszeit, biliär, Gallensteine, Meningitis, Gonokokken. Gut, das haben wir auch schon gesagt. Cefepime, P fürs Pseudomonas. Ja, Ceftazidim muss man sich halt so merken, ist auch eher so Reserveantibiotikum, wenn man es halt braucht. Und Ceftaroline und Ceftobiprole eben gegen MRSA haben wir schon gesagt, mit dem BBP2A und zusammen mit Avibactam gegen ESBL. Schauen wir uns kurz an, was ist ESBL und was ist MRGN? Das sind neue, die Terminologie sollte man wissen, auf das kommt sie, wird sie früher oder später mal stoßen. ESBL heißt Extended Spectrum Beta-Lactamase. Das bedeutet im Endeffekt, das sind gramnegative Bakterien, die im Darm sitzen, E. coli zum Beispiel. Die können alle Beta-Lactame spalten, außer die Penemen. Okay? Spalten alle Beta-Lactame, außer die Penemen. Okay? Und dann gibt's MRGN, das heißt multiresistente gramnegative Bakterien. Okay? Es ist so was Ähnliches wie ESBL, aber nicht ganz. Schaut man sich nämlich an. Es ist wichtig, wenn es da gibt es ein 3-MRGN. Dieser gegen 3, es gibt 4 Antibiotikaklassen, die wichtig sind. Wenn ein 3-MRGN ist, sind sie eben gegen 3 Antibiotikaklassen resistent. Wenn ein 4er ist, gegen 4. Und dann gibt es quasi, wichtig sind, wirkt er gegen ein Cephalosporin, also wirkt ein Cephalosporin dritter oder vierter Generation, wirkt ein Acylaminopenicillin, Aminopenicillin, wirkt ein Fluoquinolon, und ein Carbapenem. Ist das Bakterium der E. coli jetzt gegen 3 von diesen resistent? Ist es eben ein 3-MRGN? Ist er gegen alle 4 resistent? Ist ein 4-MRGN. Und dann schauen wir blöd. Weil dann haben wir nicht mehr viel. Okay? Dann müssen wir anfangen mit Gramnegativ. E. coli, dann müssen wir anfangen mit einem Aminoglykosid. Und haben das Risiko der Nephro- oder Ototoxizität. Oder muss was Breites nehmen. Tigecyclin wäre breit, aber dann nimmt man wahrscheinlich eher was Schmales. Also ein Aminoglykosid wäre auch gut. Gut.
So, Cephalosporine, Zusammenfassung, die Kreuzallergie mit Penicillin in circa 5% findet man unterschiedliche Angaben, okay, in unterschiedlichen Büchern. Sie wirken nicht gegen Enterokokken, nicht gegen Enterokokken. Das bin Ceftriaxone haben wir schon 100 Mal gesagt heute. Und Alkoholunverträglichkeit, Vitamin K, eben diese drei, die es gibt. Gut, jetzt machen wir noch kurz die fertig und dann sind wir dann nach den Penicillinen machen wir eine Pause, nach den Beta-Lactamen, Entschuldigung. Carbapeneme haben wir schon gesagt, super breit, erfasst noch Pseudomonas, außer Ertapenem, erfasst keinen Pseudomonas. Imipenem mit Cilastatin kombinieren, um die Nephrotoxizität zu verhindern. Imipenem führt zu Krämpfen, weil es ein GABA-Antagonist ist. Deshalb geben wir bei der Meningitis M das Meropenem. Und ja, das war es im Endeffekt. Das sind die wichtigen Sachen, die wir uns merken. Absolut Reservemittel. Es gibt halt Carbapenemasen, die zunehmen. Dann haben wir ein Problem, weil sie im Reservemittel sind und wir auf andere zurückgreifen müssen. Es gibt eben Acinetobacter baumannii und Stenotrophomonas maltophila. Das sind eben solche Keime, die halt schon multiresistent sind, sind eher bei Immunsupprimierten, spielen die eine Rolle. Okay, und dann wird es noch geben, den Mycobacterium abscessus. Bei CF-Patienten ist es mittlerweile auch ein Problemkeim. Der ist auch sehr schwer zu behandeln und braucht multiple Antibiose braucht man da. So, Carbapeneme merkt ihr als Reservemittel, sehr breit und eben diese Sachen, die wir vorher gesagt haben. Cilastatin, Imipenem, Mero gegen Meningitis, Ertapenem nicht gegen Pseudomonas. Monopaktan haben wir schon gesagt. Gram-negative Aerobia. ist teuer. Ich meine, so teuer ist es nicht. Das ist schon, ich weiß im Betrag leider nicht, da Berlin hat letztes Jahr eine Tabelle gehabt, wo die Preise drinnen stehen. Es ist teurer als ein Metronidazol, das nur ein paar Cent kostet, okay? Aber es ist im Vergleich zu einer Chemotherapie, ist es spottbillig natürlich. Und das ist ganz, ganz wichtig, das muss man sich auf jeden Fall merken, es gibt keine Kreuzreaktion bei Penicillinallergie, okay? Bei den Carbapenemen und bei den Cephalosporinen habe ich Kreuzallergie. Hier habe ich keine Kreuzallergie. Gut, so. Jetzt machen wir noch die Nebenwirkungen kurz durch. Ich habe schon gesagt, ganz, ganz wichtig, Beta-Lactame niemals topisch wegen der Gefahr einer Allergie. Prinzipiell müssen wir unterscheiden zwischen Allergie und Pseudoallergie. Was ist der Unterschied? Ja, erklär es näher. Wer hat das gesagt überhaupt? Niemand. Ja, jetzt, wer hat Gedächtniszellen gesagt? Ja? Sehr gut. Im Prinzip stimmt's. Bei einer richtigen Allergie habe ich eine Exposition an ein Allergen. Mein Körper bildet Antikörper, von mir aus IgE-Antikörper. Die sitzen dann auf Mastzellen in der Peripherie. Und wenn ich nochmal dem Allergen ausgesetzt bin, verbindet sich das Allergen mit den IgEs. Die IgEs kreuzvernetzen sich, die Mastzellen werden aktiviert und degranulieren schütten mir Histamin aus. Und Histamin über ein H1-Rezeptor führt man zur Vasodilatation. Ich kriege Quaddeln und im schlimmsten Fall eine Anaphylaxie. Bei einer pseudoallergischen Reaktion habe ich keine Antikörper. Und mein Antibiotikum oder mein Medikament aktiviert mir meine Mastzellen unspezifisch. Bestes Beispiel Vancomycin, Red Man Syndrome. Da ist es auch so, dass
die Mastzellen unspezifisch aktiviert werden. Okay? Das kann einfach, das Vancomycin oder andere Medikamente können jetzt auch, kann einfach die Mastzellen irgendwie aktivieren und die degranulieren und entlassen quasi ihr Histamin. Bei Vanco? Ja, beim Vanco ist es eher so, das tritt sowieso nur bei alten Formulierungen auf, weil es alte Formulierungen sind, die waren chemisch nicht so rein und die haben das eher ausgelöst als die neuen. Natürlich, eine schnelle Infusionszeit kann mitspielen, weil wenn du den Körper flutest, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass viel Antibiotikum auf Mastzellen trifft. Gut, also, Penicillinallergie ist mal wichtig, richtig oder Pseudoallergie. Kann man klinisch nicht wirklich feststellen, okay? Müsste man Allergietest machen. Was ist, wenn ein Patient uns sagt, ich habe eine Allergie auf ein Penicillin? Dann fragen wir nach, na, was ist, wie war denn das? Was passiert da genau? Und dann sagt ein Freund von mir zum Beispiel, der ist auch der Meinung, er hat eine Penicillinallergie. Sag ich, na, wann war das? Wie ist denn das passiert? Sagt er, ja, da war ich so 16, 17 und habe geschwollene Mandeln gehabt und der Arzt hat mir das verschrieben. Er weiß nicht mehr, welches war, aber irgendein Penicillin halt. Und dann so eine Woche später hat er einen Ausschlag gekriegt am Körper. Sag ich, erst, das war sicherlich keine Allergie. Du hast dieses Ampicillin-Exanthem bekommen bei einer Epstein-Barr-Entzündung. 17 Jahre passt, Zunge ist mehr im fremden Mund als im eigenen. Und er glaubt noch immer eine Allergie. Müsste man sich natürlich anschauen. Aber wir fragen den Patienten, was hatten sie für Symptome? Weil manche sagen, wenn sie ein bisschen Bauchweh hatten, ich habe eine Allergie, ich habe Bauchweh gehabt. Oder ich habe Durchfall gehabt. Oder ich habe einen roten Fleck auf der Hand bekommen. Zufällig kann der dort sein, okay? Also man muss immer fragen, was hatten die? Wenn sie nur einen Ausschlag hatten, darf man eigentlich Cephalosporine geben, okay? Hatten sie eine Anaphylaxie, geben wir keine Cephalosporine oder Carbapenem. Gut? Die Allergien können jegliche Form annehmen. Ihr erinnert euch, es gibt ja quasi bei der allergischen Reaktion oder auch bei der Autoimmunreaktion diese vier Typen. Typ 1 ist IgE moduliert, Typ 2 sind Antikörper gegen Oberflächenproteine, Typ 3 sind Immunkomplexe, die zirkulieren und sich ablegen und Typ 4 sind, ist die Spätreaktion, die über zytotoxische Zellen läuft. Okay, habt ihr schon im Block 8 gelernt. Und lernt sie immer und immer wieder. Ja, wie es immer ist. Lernspirale. Man lernt alles 100 Mal. Gut. Penicilline können jede Reaktion aus, jede von jedes Reaktionen allergisch sein. Es sind meistens, werden Haptene gebildet. Was sind Haptene? Wenn sich das Penicillin oder ein Metabolit, wenn sich die mit einem körpereigenen Protein verbinden und dessen 3D-Konformation dergestalt verändert, dass es zu einem Antigen wird, dann ist es, das nennt man Hapten, okay? Dass quasi diese Proteine, diese Moleküle können körpereigene Proteine derart verändern, dass sie vom Immunsystem erkannt werden. Und wie gesagt, es gibt alles. Es gibt simplen Ausschlag, es gibt aber auch ich kann wirklich einen masernähnlichen Ausschlag haben, scharlachähnlichen Ausschlag haben. Ich kann Quaddeln haben als Urtikaria. Ich kann haben ein fixes Arzneimittel-Exanthem. Was ist das? Manche Menschen haben es auf NSAIDs auch. Jedes Mal, wenn sie Ibuprofen nehmen, kommt unterm Bauchnabel ein roter Fleck. Der bleibt ein bisschen und dann setzt das Medikament ab, dann geht's wieder. Nehmen sie es wieder, kommt wieder unterm Bauchnabel an derselben Stelle ein roter Fleck. Ein fixes Arzneimittel-Exanthem. Kann manchmal vorkommen, auch hier. Und ganz lustig ist das Baboon-Syndrom. Lustig nur, weil es ein lustiges Symptom halt ist. Syndrom ist, manche Patienten, wenn sie ein Beta-Lactam nehmen, ein Penicillin nehmen, Baboon ist ja der Pavian, die kriegen dann wirklich einen roten Hintern und rote Oberschenkel. Nur in dem Bereich, das wird komplett rot. Baboon-Syndrom. Man weiß nicht, was die Ursache ist. Gibt's aber. Gut. Natürlich kann es auch Fieber machen oder Serumkrankheit. Serumkrankheit ist eine Typ-3-Reaktion zum Beispiel. Anaphylaxie
unterschiedlich angegeben. Actoris sagt 0,05% Anaphylaxie. Okay? Und Penicilline und Beta-Lactame werden ja alle renal eliminiert und stehen auch manchmal im Verdacht. Oder manche, sie können auch manchmal eine interstitielle Nephritis auslösen. Selten aber doch. Okay, also sie können auch nephrotoxisch sein, sind es nicht, so wie Aminoglykoside natürlich und Glykopeptide, aber können es manchmal auch machen. Überhaupt Cephalosporin, da hat es ein paar gegeben, die wurden schon vom Markt genommen deswegen. Gut. Das haben wir auch schon gesagt mit maßähnlichen Exanthemen. Das haben wir auch schon gesagt. Die drei Merkzeuge aus akademischem Grund, Cefamandol, Cefoperazon, Cefotetan, Alkoholunverträglichkeit, was die Aldehyddehydrogenase 2 hemmt und Gerinnungsstörung, was die Vitamin K-Epoxidreduktase hemmt. Und potenzielle Nephrotoxizität, habe ich gerade gesagt, Cephalosporine können durchaus interstitielle Nephritis machen. Und Carbapeneme haben wir auch schon gesagt, IMI mit Cilastatin kombinieren und nicht bei Meningitis und Monobactame. Ganz, ganz wichtig, sich zu merken, keine Kreuzreaktivität. Gut, jetzt machen wir wieder 10 Minuten Pause. Hier sehen wir noch einen Unterschied zwischen Masenexanthem und Ampicillinexanthem, aber das kann genauso ausschauen, dass es am Stamm ist, okay? Gibt es alle möglichen Ausformungen. Gut, 10 Minuten Pause. Gut, also, wir haben jetzt vorher die große Gruppe der Beta-Lactame gehört, die größte Gruppe war das, sich am mühsamsten zu lernen, weil es die meisten Details gibt, weil sich unterscheiden in den Wirkspektren, jetzt wird es angenehmer. Noch ein kurzer Nachtrag zu den Beta-Lactamen. Die Beta-Lactame kann man die meisten sehr hoch dosieren, okay? Also bei Beta-Lactamen und Cephalosporinen sind manchmal Dosierungen von 3x2 Gramm oder 3x3 Gramm kann es durchaus geben bei Beta-Lactamen, okay? Hohe Dosierungen. Ihr müsst keine Dosierungen kennen, aber nur mal, dass ihr wisst, dass sowas auch ziemlich hoch sein kann. Bei 3x3 Gramm sind 9 Gramm am Tag, das ist schon eine hohe Dosierung eigentlich. Also im Vergleich zu anderen Medikamenten. Gut. Also jetzt machen wir Glykopeptide. Da gibt es glücklicherweise nur zwei. Vancomycin und Teicoplanin. Okay. Die wirken bakterizid. Bakterizid hemmen auch die Zellwandsynthese. Wir haben heute schon gehört, die Beta-Lactame hemmen die Transpeptidase. Die Glykopeptide hemmen die Transglykolase. Ist wieder easy zu merken, weil es sind Glykopeptide und die hemmen die Glykolase. Okay, easy zu merken. Wie machen die das? Die hängen sich hier an diesen D-Alanin-Rest drauf, die sitzen da oben, die Glykopeptide, und blockieren dann die Transglykolase. Okay? Und der Resistenzmechanismus ist, dass das Bakterium quasi hier dieses D-Alanin durch Milchsäure oder durch Serin ersetzt, dann kann das nicht mehr da binden und dann kann es nicht mehr die Transglykolase hemmen. Okay? Und da gibt es zwei Resistenzgene, FAN A und FAN B. Und beim A, das ist durch beide induzierbar, also das ist resistent gegen Vanco und Taiko. Und bei B ist nur resistent gegen Vanco. Nicht gegen Taiko, nur so als nebenbei. Das Lustige ist, dass in Österreich habe ich bis jetzt noch nie das Teicoplanin gesehen. Immer nur das Vancomycin. In England habe ich nur das Teicoplanin gesehen. Die nehmen das Vanco dort nicht. Warum, erkläre ich nachher noch. Wichtig ist beim Teicoplanin, das hat eine lange Halbwertszeit von bis zu 30 Stunden und eine sehr, sehr hohe Proteinbindung von über 95%, weil es diesen Fettsäureschwanz hat und sich ans Albumin reinhängt. Okay? Es hängt im Albumin drinnen, diesem Fettsäureschwanz. Gut. Was ist wichtig? Ihr merkt euch, die müssen IV eingesetzt werden. Orale Bioverfügbarkeit ist null. Okay?
Wirken Bakterizid, orale Bioverfügbarkeit ist null, Halbwertszeit 3 Stunden für Vanco, 30 für Taiko, weiß mit diesem Fett, mit der Fettsäurekette sich quasi reinhängt ins Albumin. Wirkungsspektrum nur Gram-positive Bakterien. Okay, Gram-positiv. Also gegen MRSA oder gegen Enterokokken oder gegen Clostridien. Haben wir heute schon mal gesagt, bei Clostridien, bei Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe geben wir Glykopeptide oral, Vancomycin oral, weil es nicht resorbiert wird und dann im Darm wirken kann. Ist aber nicht First Line. First Line ist Metronidazol. Erst nachher kommt das Vanco. Gut. Geben wir nicht einfach so. Bei MRSA-Infektionen und bei Enterokokken-Endokarditis kann man es zum Beispiel geben. Endokarditis habe ich schon gesagt, da wollen wir ein bakterizides Antibiotikum. Nebenwirkungen. Ganz wichtig, ototoxisch, nephrotoxisch, Redman-Syndrom. Die müsst ihr euch einfach, das muss da kommen, wenn ihr um 4 in der Früh Plunzenfett am Schwedenplatz steht, mit Kebab in der Hand oder mit Käsekleiner Hotdog. Und es fragt euch einer, was haben Glykopeptide für Nebenwirkungen? Dann ototoxisch. Dann muss das kommen, okay? Ototoxisch, nephrotoxisch und Redman-Syndrom. Okay, das muss kommen. So, wie ist das jetzt mit dieser Ototoxizität, Nephrotoxizität? Wieso ist es oder was glaubt man, sind die Ursachen für diese ganzen Nebenwirkungen? Beim Redman-Syndrom haben wir schon gesagt, Vancomycin scheint die Mastzellen unspezifisch zu aktivieren. Es kommt zu einer Histaminausschüttung. Okay? Beim Ototoxischen, die kommen, scheinen halt irgendwie ins Innenohr zu kommen. Wie weiß man nicht? Und wenn man nicht weiß, was die Ursache für eine Wirkung, Nebenwirkung ist, dann sind es immer die freien Radikale. Und man glaubt, dass Vancomycin und Teicoplanin, dass die freie Radikale quasi freisetzen in den Haarzellen des Innenohrs und deshalb führt es zu einer Ototoxizität. Die Ototoxizität, also auch die Nephrotoxizität, sind spiegelabhängig. Okay? Wenn ich einen Spiegel habe von 60 bis 100 Mikrogramm pro Milliliter, ist das Risiko für die Ototoxizität gegeben. Also ich brauche für die Nephrotoxizität, wenn ich bereits Plasmaspiegel habe von 20 Mikrogramm pro Milliliter, haben bereits 33% der Patienten ein nephrotoxische Effekte. Das heißt, die Ototoxizität, dafür brauche ich höhere Spiegel als für die Nephrotoxizität. Nephrotoxisch ist die Frage, wie macht es das? Bei den Aminoglykosiden, die wir nachher hören werden, ist es recht simpel. Da weiß man schon, die werden filtriert, über Megalin aufgenommen und dann schädigen sie die Zellen. Ich habe mal recherchiert, schon letztes Jahr, und da habe ich gefunden, dass die Aminoglykoside vermutlich sezerniert werden. Die kommen von basolateral, energieabhängig werden in die Tubuluszellen reingepumpt und scheinen dann auch dort irgendwas am Genexpressionsmuster zu ändern, dass dann im Bürstensaum andere Transporter sind und in der Zelle das Ganze nicht mehr so ist, wie es normalerweise sein sollte. Es greift die Genexpression dort ein und schädigt halt das Nierentubulus-System auf diese Art und Weise. Es kommt von hinten quasi, wird basolateral reingepumpt und schädigt dann die Zelle. Und Freiradikale werden sowieso immer verdächtigt. Aber auch diese Nephrotoxizität ist eher bei alten Formulierungen. Vancomycin, die neuen Formulierungen machen das weniger. Die alten Formulierungen waren chemisch nicht so ganz perfekt. Die haben eher das Redman-Syndrom gemacht und waren eben eher nephro- und ototoxisch. Teicoplanin führt nicht zum Redman-Syndrom, ist sowieso, ist prinzipiell etwas besser. Vancomycin, man müsste beide Medikamente monitieren. Wenn ich einem Patienten jetzt das Medikament gebe, müsste ich eigentlich an Spiegelbestimmungen machen. Und in England nehmen sie Teicoplanin, weil es einfacher zu monitieren ist. Warum? In England sind die Guidelines so,
Wenn ich jemandem ein Vancomycin verabreiche, muss ich vor der dritten oder vierten Dosis eine Spiegelbestimmung machen. Okay? Ist der Spiegel im Bereich, wo er sein soll, dann passt's. Und ist die Nierenfunktion stabil, dann lasse ich die Dosis. Und zweimal pro Woche muss ich den Spiegel kontrollieren. Okay? Ändert sich die Nierenfunktion, muss ich Dosis anpassen und wieder Spiegel messen und dann immer zweimal pro Woche, wenn der Spiegel einmal eingestellt ist. Bei Teicoplanin ist es so, dann nehme ich einen Spiegel am dritten Tag. Wenn der Spiegel passt und die Nierenfunktion stabil bleibt, brauche ich nie wieder Spiegel messen. Okay? Und deshalb präferieren die das dort. Unter anderem, weil es simpler ist. Und weil es anscheinend nebenwirkungsärmer ist ein bisschen als das Vancomycin. Und leichter zu handeln. Längere Halbwertszeit hat es auch. Ist viel praktischer. Bei uns gibt es das nicht so oft. Ich habe bis jetzt noch nie gesehen. Gut. Und das ist noch wichtig. Das habe ich erst dort gelernt in England. Das Teicoplanin kann Zytopenin auslösen. Das ist der Nachteil daran. Das Lustige ist, dass immer ungefähr so 3 bis 4 Wochen, wenn man 3 bis 4 Wochen mit Teicoplanin behandelt wird, dann kommt es zu Zytopenien. Das kann zu einer Anämie, zu einer Leukopenie, zu einer Thrombozytopenie führen, was auch immer. Auch Pan, alle können wegfallen. Okay, immer so 3 bis 4 Wochen nach, wenn man es gibt halt, über den Zeitraum, kann es zu Zytopenien führen. Das Teicoplanin aber nur. Gut. Gibt es noch was Wichtiges? Nein, wir haben die wichtigen Sachen gesagt. So, die machen wir jetzt dann alle durch, nicht heute. Heute machen wir noch die Aminoglykoside und dann den Rest machen wir halt am Samstagvormittag. Aminoglykoside. Für uns wichtig sind auf jeden Fall diese hier. Gentamycin, Netilmycin, Tobramycin, Amikacin. Okay, das Streptomycin wird eingesetzt oder wurde früher viel eingesetzt bei der Tuberkulose, aber wirkt logischerweise nur bei der offenen Tuberkulose, wenn noch keine Granulome vorhanden sind oder wenn es halt noch nicht so abgekapselt ist. Warum? Aminoglykoside wirken am besten, wir haben ein Wirkungsspektrum primär gegen gramnegative aerobe Keime, okay? Aerobe gramnegative Keime. Das heißt, wo kein Sauerstoff, dort keine Wirkung von Aminoglykosiden. Das heißt, ein abgeschlossenes Tuberkulosegranulom in der Lunge, da ist kein Sauerstoff. Dort wirken die Aminoglykoside nicht. Also nur bei der offenen. Dann haben wir eben diese vier Konsorten. Wie wirken die jetzt? Wie funktioniert das? Ich komme nachher zur anderen Folie nochmal zurück. Aminoglykoside permeieren entweder die äußere Membran durch Poren, haben wir heute schon gesagt, gramnegative Bakterien haben so Poren, die gehen da durch die Poren, oder sie können Calcium und Magnesium hier aus der Bindung rausdrängen und können sich so durch die Poren durchquetschen. Okay? Gramnegative Bakterien haben ihre, hier für die Aminoglykoside auch die verändernden Enzyme im periplasmatischen Raum. Okay, und diese Aminoglykoside werden dann hier bei resistenten Bakterien im periplasmatischen Raum modifiziert. Wie dazu kommen wir gleich. Wichtig ist, wenn man sich das anschaut, Aminoglykoside haben diese NH2-Gruppen. Haufen NH2-Gruppen, okay? Das Aminoglykosid die äußere Zellmembran permeieren kann, müssen diese NH2-Gruppen ungeladen sein. Da darf kein Proton drauf bitten. Also wir brauchen ein neutrales oder basisches Milieu, dass das Aminoglykosid hier draußen quasi, dieses basisch, hat es keine Protonen aufgenommen auf die FN-NH3-Gruppen und kann hier rein in den periplasmatischen Raum. Okay? Hier im periplasmatischen Raum hingegen wird es dann protoniert, weil das Bakterium hier Protonen rauspumpt und die Protonen, die hier herumschwirren, binden an diese NH2-Gruppen. Dann habe ich NH3 plus, habe NH3-Gruppen, die sind halt positiv
Und dann habe ich ein positives Aminoglykosid und das nutzt dann diesen elektrischen Gradienten, weil in der Zelle drin ist es negativ, draußen ist es positiv und diesen positiven Gradienten benutzt das Aminoglykosid oder benötigt es, um in die Zelle reinzukommen. Okay, hier draußen muss es ungeladen sein. Ungeladen kommt es im periplasmatischen Raum. Im periplasmatischen Raum wird es geladen und dann kann es diese Ladungsdifferenz, die hier besteht, von ca. 200 Millivolt, kann es verwenden, um ins Bakterium reinzukommen. Das bedeutet aber für uns auch, wenn das sauer ist, habe ich viele Protonen, dann wird schon hier draußen protoniert und kommt gar nicht in den periplasmatischen Raum. Also in einem sauren Areal wirken Aminoglykoside nicht. Okay? Und bei anaeroben Bakterien auch nicht, weil anaerobe Bakterien wie hier kein Protonengradienten aufbauen. Gut, was machen Aminoglykoside dann? Aminoglykoside binden eine 30S-Untereinheit und führen zu einem Misreading. Wir wirken Bakterizid, da kommen falsche Proteine raus. Und diese falschen, nicht funktionsfähigen Proteine schwirren dann in der Zelle herum, im Bakterium herum, und dort kommt es dann halt zu Protein-Protein-Interaktionen und normale Zellorganellen werden geschädigt. Okay, Bakterizid. In diesem periplasmatischen Raum, haben wir schon gesagt, können sie enzymatisch verändert, das heißt inaktiviert werden, eben durch verschiedene Enzyme, durch Phosphotransferasen, Adenyltransferasen oder Acetylasen, was auch immer, können die quasi modifiziert werden. An diesen NH2-Gruppen, dass quasi dieser positive Gradient nicht mehr aufgebaut werden kann, das reinkommen. Amikacin ist hier am besten, steht am besten da, dahingehend, dass es die wenigsten Modifikationsstellen hat. Das ist ein Reserve-Aminoglykosid, weil die können alle multiple modifiziert werden, inaktiviert werden. Amikacin hat nur zwei solche Inaktivierungsstellen. Ja. Im Blut, bei der Sepsis wirkt das zum Beispiel. Und du kannst ja eine Infektion haben, nur in der Entzündung, in der lokalen Entzündungsprozesse werden. Gut. So. Da haben wir die ganzen Konsorten. Noch einmal Gentamycin, Ethylmycin, Tobramycin, Amikacin. Da gibt es noch das Neomycin. Das ist irgend so ein, das ist eher für die topische Anwendung, also auf die Haut der Haut. Und Paromomycin. Paromomycin wäre bei der Amöbenruhe, Entamoeba histolytica. Die Entamöben, die können ja quasi können im Darm verbleiben und um diese Persistiere im Darm zu behandeln, über Paromomycin geben. Aber für euch sind die sicherlich wichtig, die ersten vier hier. Haben wir schon gesagt, führt zu Misreading, wirkt Bakterizid, konzentrationsabhängige Bakterizidie, haben wir heute auch schon gehört, und es kommt zum postantibiotischen Effekt, okay? Ich gebe das Antibiotikum, das kommt rein in die Bakterienzelle, wirkt dort, führt zum Misreading, führt zu falschen Proteinen. Wenn ich eine neue Dosis verabreichen würde, hätte das weniger Effekt, weil das Bakterium sowieso gehemmt ist in seinem Wachstum und in seinen Tätigkeiten, weil da noch falsche Proteine herumschwirren. Ich brauche es nur einmal am Tag geben, habe einen postantibiotischen Effekt, weil diese falschen Proteine in der Zelle herumschwirren. Weiters gebe ich es nur einmal am Tag, um die Nephrotoxizität zu reduzieren. Weil die Nebenwirkungen sind ja Nephrotoxizität und Otoxizität, sind nephrotoxisch-ototoxisch. Und kommen wir gleich dazu, warum es nur einmal am Tag so gibt. Wie Spektrum schon gesagt, gramnegative Aerobia inklusive Pseudomonas und in Kombination mit Beta-Lactamen sind sie auch gegen gram-positive wirksam.
Sie sind immer in Kombination einzusetzen, immer in Kombination, außer bei der Tularemie, das ist die Hasenpest, da gibt man es als Monopräparat. Es wird nicht resorbiert, nicht metabolisiert, die haben keine Proteinbindung, die werden renal glomerulär filtriert, die werden nur filtriert. Welche renale Clearance erwarte ich mir von einem Medikament, welches nur filtriert wird? 120 Milliliter pro Minute. Sagen wir, es wird filtriert und sezerniert. Was erwarte ich mir dann? Höher bis wie weit? Genau, 120 bis 600 oder 650 Milliliter pro Minute. Und wenn es filtriert und rückresorbiert wird, erwarte ich mir wen? Halbwertszeit steht hier 1 bis 2 Stunden. Auf den Folien von Professor Freismuth steht 2,5 Stunden. Merkt euch 2,5, weil ist Verteilungsvolumen ist 0,25 Liter und die Halbwertszeit ist 2,5 Stunden. Wieder easy zu merken. Ich habe die 25, wo ich einmal 0,25 habe und einmal 2,5. Die Komma, das Komma verschiebt sich einfach. Okay? Gut. Also wir geben es immer in Kombination. Gut. Nebenwirkungen. Ototoxisch, nephrotoxisch, neuromuskuläre Blockade. Ah ja, und noch was. Wenn wir das zusammen, das Antibiotikum mit einem Beta-Lactam zusammen geben, weil wir einen Patienten behandeln mit Beta-Lactam und Aminoglykosid, niemals in dieselbe Flasche reinleeren, das komplexiert sich. Okay? Immer 2 separate Flaschen. Gut. Ototoxisch, nephrotoxisch, neuromuskuläre Blockade. Das ist auch wieder so, das muss man sich einfach merken. Ototoxisch wirkt, man kann sich überlegen, wieso kommt es eigentlich in diese Innenohrzellen rein? Es ist so, falls ihr euch erinnert, die Endolymphe, ihr habt die Endolymphe im Innenohr, Physiologie Block 4, habt Endolymphe, die ist sehr kaliumhaltig. Und die Endolymphe ist positiv geladen. Und ich habe einen, und in der Zelle habe ich immer so 100, habe ich immer so minus 80 Millivolt, okay? Also im Innen, in den Innenohrzellen, Endolymphe und Innenohrzellen, habe ich einen sehr, sehr großen Membranpotentialunterschied. Und wir haben vorher schon gesagt, die Aminoglykoside brauchen einen großen Membranpotentialunterschied, um von da nach da zu kommen. Und selbiges habe ich im Innenohr, einen sehr großen Membranpotentialunterschied. Deshalb kommen die wahrscheinlich von der Endolymphe wunderschön in die Haarzellen rein. Es wurde, hat sich auch gezeigt, dass die in der Endolymphe eine 5 bis 6 Mal so lange Halbwertszeit haben wie im Plasma. Die können super in die Endolymphe diffundieren, diese Aminoglykoside, kommen aber schwer wieder ins Plasma zurück. Und dann hat man auch gemacht, hat man auch herausgefunden, bei manchen Patienten oder bei Familien, da gibt es gewisse Familien, die haben einen Genpolymorphismus in mitochondrialen Enzymen. Wenn wir denen quasi ein bisschen Aminoglykosid geben, werden die taub. Ich meine, da fragt man sich immer, wie gibt es Familien, wo mehrere Personen durch ein Medikament taub werden. Da hat der kleine Bruder mal was, die geben Aminoglykosid, der wird taub. Dann 2 Jahre später hat der Opa was, die geben Aminoglykosid, der wird taub. Dann 3 Jahre später ein Papa was, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall gibt es Familien, da hat man festgestellt, es gibt Genpolymorphismen, viele mittlerweile schon, die beitragen können. Wie wichtig das in der Allgemeinbevölkerung ist, weiß man nicht, wie relevant das ist. Gut, wichtig ist für uns auch Nephrotoxizität, das heißt Dosisanpassung an die Nierenfunktion. Auch noch wichtig zur Ototoxizität ist, das ist einerseits kann es einen Hochtonschaden auslösen. Das heißt, ich nehme das Aminoglykosid und wenn der Patient sagt, oder der Patient kriegt es und er sagt, ja, ich höre so ein komisches Klingeln, so ein Tinnitus, setzen wir das Medikament ab. Okay, dann ist es reversibel. Wenn man es weitergibt, kann es zu einem irreversiblen Gehörverlust, Hochtonverlust führen. Es führt aber, schädigt aber auch den Nervus vestibularis, kann auch die Gleichgewichtsfunktion stören, okay? Das heißt, manche Patienten entwickeln auch darauf
denen ist schlecht und die haben Kopfweh und die sind, denen ist schwindelig und die haben ein Nystagmus. Erinnert euch, Nystagmus ist eine Folgebewegung, langsam und schnelle Rückbewegen, also so Augenzittern von mir aus, wenn man es laienhaft ausdrücken will, oder eine Ataxie, Gangunsicherheit. Und manche, das kann manchmal sogar bis zu ein Jahr oder länger dauern, bis diese vestibulären Symptome wieder verschwunden sind. Okay? Gut. Und es ist sogar so, das finde ich ganz spannend, das ist nicht wichtig für euch, aber wenn man sich, wer sich mal wirklich da genau durchlesen will, es mit den Nebenwirkungen ist, empfehle ich wirklich Goodmans und Gilmans. Das ist das Pharmabuch schlechthin. Da gibt es nämlich auch spezifische ototoxische Nebenwirkungen. Manche führen eher zu einem Hochtonschaden, manche eher zu einem vestibulären Schaden. Amikacin führt eher zu einem Hochtonschaden, Genter eher zu einem vestibulären Schaden. Und Tobra macht beides. Okay? Das ist halt sehr spannend, wenn einen das interessiert. Für euch ist nur wichtig, ihr merkt, Aminoglykoside, ototoxisch und nephrotoxisch. Wie funktioniert das? Nephrotoxisch sind sie, sie werden glomerulär filtriert, filtriert. Im Tubulussystem gibt es dann Megalin- und Kubilin-Rezeptoren. Das Binden dieser Rezeptoren wird über diese Rezeptoren endozytiert, kommt somit in die Tubuluszellen der Nieren hinein und schädigt dort die Zelle. Einerseits durch die Lysosomen werden geschädigt und das lysosomale Enzyme werden dann freigelassen, schädigen die Zelle, aber auch gewisse Phosphotransferasen, ATPasen, bla bla bla, Enzyme werden quasi gestört. Das Tolle ist, diese Rezeptoren können gesättigt werden. Das ist der nächste Grund, warum es nur einmal am Tag gibt. Der erste Grund ist, ihr habt den postantibiotischen Effekt. Die zweite Dosis wird bei Bakterien nicht viel machen. Der zweite Grund ist, ich gebe einmal eine Dosis und die werden filtriert und rückresorbiert, aber die Rezeptoren kommen irgendwann nicht nach, mir das in die Zelle reinzuschaufeln. Die sind gesättigt und die Aminoglykoside rauschen dann quasi weiter und werden renal eliminiert. Okay? Deshalb ist auch der Talspiegel, der niedrige Spiegel, das Gefähr ist eben fast quer, ist gefährlicher als der hohe Spiegel. Wenn der Spiegel ganz hoch ist, hoch und ganz hoch ist mehr oder weniger für die Niere wurscht, weil irgendwann ist der Megalin-Kubilin-Rezeptor, die sind irgendwann gesättigt, das rauscht immer so durch. Aber bei geringen Konzentrationen wird alles aufgenommen, weil die Rezeptoren nicht gesättigt sind. Okay, USO ist was anderes natürlich, sind hohe Spiegel auch schlecht. Gut, neuromuskuläre Blockade. Da ist die Idee, das haben wir gestern schon kurz besprochen, es gibt ja präsynaptisch spannungsabhängige Kalziumkanäle und eine Idee ist, dass diese Aminoglykoside diese blockieren und deshalb weniger Neurotransmitter exozytiert wird und deshalb die neuromuskuläre Transmission geschädigt ist. Deshalb müssen wir bei welchen Patienten aufpassen? Myasthenia gravis. Was ist Myasthenia gravis? Was ist Myasthenia gravis? Was habe ich für ein, was ist die Ursache dafür? Autoimmunerkrankung. Sehr gut, der Kollege da vorne ist sehr gut vorbereitet. Wenn das jemand fragt im Seminar und du weißt, das passt, das ist schon super. Myasthenia gravis, Autoimmunerkrankung, Antikörper gegen nikotinergic-Acetylcholinrezeptor. Gut, Blockade, Kalziuminfusion kann die Blockade aufheben. Gut. Kontraindikationen sind eh klar. Innenohrschäden, Schwangerschaft und Niereninsuffizienz. Also, was sind die Hard Facts, die wir uns merken? Wir merken uns diese vier Namen. Genter, Nettil, Tobra, Amikacin. Wir merken uns, Amikacin kann am wenigsten metabolisiert werden, also inaktiviert werden. Wir merken uns, es wirkt gegen Gram-negative Aerobia primär. Und wir merken uns, Halbwertszeit 2,5 Stunden, Verteilungsvolumen 0,25. Immer in Kombination einsetzen, außer Tularemie, merkt sich immer in Kombination einsetzen und eben die Nebenwirkungen ototoxisch, nephrotoxisch und neuromuskuläre Blockade. Deswegen Megalin-Kubilin-Rezeptor ist schon wichtig, okay? Weil das den kennt man, hat man identifiziert, dann freut man sich, wenn man was Kausales weiß. So, wie spät haben wir es jetzt?
Was wird jetzt kommen? Makrolide. Na, machen wir die Makrolide morgen, oder? Ja. Gut, dann schönen Abend noch. Morgen kommt Avelino mit Schmerz- und GI-Trakt und ich komme am Samstagvormittag mit dem Rest von Antibiotika. Schönen Abend noch.